Das wird eine Party. Bin ich schon drauf? Nee. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Ausgabe der Startup Kitchen im Gründerduell 2022, organisiert vom Pioneer Lab der Hochschule Fresenius. Ich hoffe einfach mal, dass ihr mich in HD, vielleicht in Ultra HD 4K, wie auch immer, seht. Ich hoffe, ihr hört mich. Ihr habt euch schon mal richtig entschieden. Vielleicht an die Studierenden der Hochschule Fresenius. Ganz lieben Gruß aus unserem Studio. Wir alle wissen, ihr habt es gerade sehr hart. Ihr habt eure Klausurphase, sie läuft. Ihr arbeitet also gerade hart. Ihr gönnt euch jetzt bitte, tut mir den Gefallen, die kommenden 2 Stunden und schaut mal anderen Menschen beim Arbeiten zu. Das habt ihr euch verdient. Dementsprechend lieben Gruß in die Wohnzimmer, auf die Balkone, Gartenpartys, wo auch immer wir sind. Vielleicht gibt es ein Public Viewing. Ich weiß nicht, was die Hochschule so hinter den Kulissen noch organisiert hat. Ich habe schon vorhin gesagt, zum zweiten Mal, wir hatten relativ genau vor einem Jahr das erste Duell der Startup Kitchen. Und das lief so gut, dass wir gesagt haben, Leute, wir machen es einfach nochmal. Für die, die das allererste Mal dabei sind, ich erkläre ganz kurz, was wir heute mit euch vorhaben. Wir haben 2 Stunden, wirklich ein pickepackevolles Programm. Wir haben natürlich sehr kreative, mutige, fleißige Studierende, die gleich an diesen noch leeren Plätzen hinter mir fleißig arbeiten werden. Wir haben Comedy, wir haben Musik, wir haben einen sehr interessanten Keynote-Speaker, wir haben eine Jury, wir haben also das volle Programm. Aber es geht vor allen Dingen, deswegen heißt es auch so, um ein Gründungsduell. Also wir haben hier gleich eine kleine Challenge. Was heißt klein? Ich will es nicht kleiner machen. Es ist eine große Challenge, denn es geht um einiges. Wie ihr hoffentlich wisst, bietet die Hochschule Fresenius den Masterstudiengang des Entrepreneurships an. Das heißt, es geht um Gründen, weil wir sind ja so die Generation Y. Die Generation X folgt so langsam und wir sagen ja, nee, so konventionelles Arbeiten ist nicht unser Ding. Wir wollen unser eigenes Ding machen. Was macht man, wenn man sein eigenes Ding machen will? Gründen. Gründen an sich ist gar nicht so schwer, weil du brauchst halt einfach eine coole Idee. Und dann geht's los. Das, was dann folgt, ist richtig hart. Und deswegen gibt's einen Masterstudienplatz, beziehungsweise einen Masterstudiengang, wo man genau das, so die Basics, ich sag mal das Handwerkszeug, zu einer Gründung, was eben danach folgt, erlernen kann. Und wir haben heute eine Challenge. Wir werden 2 Zweierteams, aktuell alles noch Bachelor-Studierende, hier gleich an diesen Tischen um 2 sehr begehrte Masterstudienplätze im Entrepreneurship im Wert von 17.000 Euro kämpfen sehen. Also kämpfen am Tisch, kreativ wird gekämpft. Natürlich jetzt hier kein kleines Duell. Wer weiß, was passiert. Nein, das natürlich nicht. Dementsprechend, ja, es wird spannend. Folgendes, das Coole ist ja, wir kennt vielleicht alle irgendwie Höhle der Löwen. Das ist dann ja fast leicht, weil das sind Menschen, die arbeiten seit 5, 6, 7, 2, 3 Jahren zusammen und die kommen in ein Studio und stellen einer Jury wiederum ihre Business-Idee, ihr Unternehmen vor. So, bei uns ist die Challenge, die Studierende, die hier gleich bearbeiten, die Idee, die wissen doch gar nicht, was sie bearbeiten können, denn das wird gelost. Es gibt also quasi 3 Dinge, die ganz wichtig gleich sind. Erstens, wir werden eine Branche losen. Das ist ziemlich hart, weil die Studierenden aktuell noch nicht wissen, was sie bearbeiten werden. Zweitens, wir werden einen Trend auslosen. Und drittens, die Geschäftsidee, die hier gleich in 2 Stunden bearbeitet wird, muss eine App beinhalten. Das sind die 3 Kriterien für unsere Fachjury. Denn am Ende des Tages und am Ende dieses Formats gibt es einen 3-minütigen Pitch. Diese 3 Minuten sind aber noch nicht ganz fest, denn wir haben so ein paar Challenges eingebaut. Da kann man rein theoretisch noch ein bisschen Sekunden dazu gewinnen. Dazu kommen wir aber später. Und am Ende Minimum 3 Minuten, Maximum 4 Minuten können unsere Teams dann einer Jury und auch ihr, liebes Publikum, seid ein wichtiger Part dabei, denn auch ihr seid Teil der Jury. Es gibt also 3 Fachjuroren, die hier im Studio sitzen oder digital zugeschaltet sind. Und auch ihr habt eine Publikumsstimme. So, jetzt habe ich gezählt. 3 Juroren, einmal Publikum, ergibt 4. 4 ist immer uncool, weil es könnte 2-2 ausgehen. Was machen wir dann? Wir schmeißen eine Münze. Machen wir natürlich nicht. Nein, damit für euch der Anreiz ein bisschen größer ist, zählt die Publikumsstimme im Falle eines Unentschiedens doppelt. Das heißt, sollte es
2:2 ausgehen, gewinnt das Team, was quasi eure Stimme zu Hause, also ihr seid wichtig. Ihr bekommt vielleicht jetzt schon, ich weiß nicht ganz genau, bekommt ihr einen Link. Ich werde das darauf nochmal verweisen. Ihr bekommt einen Link in die Audiozeile, in den Chat-Kommentar reingepostet. Da werdet ihr dann auf den Link des Live-Votings geführt. Das heißt, wichtig für euch, hört zu, macht mit, denn eure Stimme kann am Ende wirklich Gold wert sein. Und noch ein kleines Leckerli für euch, damit ihr auch bis zum Ende, ich kenne ja hier die Sehgewohnheiten der Generationen, die müssten jetzt gefühlt schon alle abgebrochen haben, weil ich schon über 5 Minuten rede. Aber ich sage, bitte brecht nicht ab, bleibt dabei, es lohnt sich wirklich. Es gibt nämlich auch ein Gewinnspiel. Also es gibt auch was für euch zu gewinnen, und zwar eine Apple Watch. Was müsst ihr tun? Ich werde im Laufe der Sendung, ich verrate noch nicht wann, einfach mal eine relativ, also man muss wirklich sagen, das ist eine relativ leichte Aufgabe, werde ich in genau diese Kamera stellen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, die richtige Antwort, wie gesagt, es wird keine schwere Antwort sein, keine schwere Frage sein, die richtige Antwort schickt ihr an den Instagram-Account der Hochschule Fresenius mit @hsfreseniuscampus. @hsfreseniuscampus. Also ihr solltet diesem Instagram-Kanal eh schon längst gefolgt sein. Ihr dürft auch gerne von eurem Ort, wo ihr auch immer gucken mögt, irgendwie ein Foto machen und verlinkt den Instagram-Kanal und wir werden es reposten. Ihr kennt das Social-Media-Spiel. So, ich hoffe, die wichtigsten Fragen sind direkt geklärt. Wir haben aber noch viel zu tun, deswegen, es geht auch gar nicht um mich. Ich stelle mich einmal kurz vor, mein Name ist Lukas Wandke, ich bin primär auch Dozent an eurer Hochschule, also liebe Studierende in meinem Fach, 2 Stunden gucken, dann lernen, ihr habt Klausur, wichtig, bin aber auch Moderator und Comedian, dementsprechend werde ich jetzt die nächsten 2 Stunden, ich glaube ihr seid, sind es nur 1:55, durch diesen Abend oder durch das Format führen. So, ich glaube, wir haben dieses Wichtigste jetzt geklärt. Holt euch noch ein kaltes Getränk. Es geht nicht um mich, sondern es geht vor allen Dingen um unsere 2 Zweierteams, Team Rot, Team Blau. Und die begrüßen wir jetzt im Studio. Kommt ruhig rein. So, und da sind die beiden Teams. Bestehend, ich habe es gerade gesagt, 2 Zweierteams, ja. Seht mir vor, es geht ja primär wirklich um euch und um euch beide. Aber ihr seht, wir sind hier wieder, vielleicht kennt ihr es schon vom letzten Jahr, zu viert. Vielleicht an der Stelle einfach mal einen motivierenden Applaus für euch selbst. Es ist immer so komisch, in dem Studio zu stehen. Und hier, ihr müsst euch das vorstellen, hinter der Kamera sitzen sehr viele Menschen, aber keiner redet mit uns. Deswegen, wir müssen hier unser eigenes Ding ein bisschen machen. Wir haben Team Blau, wir haben Team Rot. Es wurde schon etwas kritisiert, dass Team Rot Team Lachs ist. Aber hey, das ist doch eine schöne Farbe. Fangen wir vielleicht mit euch einmal an, damit wir, oder mit den Studierenden, einmal Team Rot, nimm es ruhig genau in die Hand. Stell dich am besten mal kurz vor, sag vielleicht auch mal ganz kurz, weil das, glaube ich, für die Zuschauer zu Hause interessant ist, was so deine Motivation war, hier heute bei der Startup Kitchen teilzunehmen. Hi, ich bin Marlene. Ich studiere tatsächlich nicht mehr gerade. Ich habe meinen Bachelor schon letztes Jahr fertig gemacht in Musikmanagement und habe auch schon 2 Jahre gearbeitet und möchte jetzt aber nochmal so einen kleinen Richtungswechsel einlegen, weil mir im letzten Semester meines Bachelorstudiums eine sehr, sehr coole Idee gekommen ist, an die ich sehr glaube und die ich unbedingt umsetzen möchte. Und da kann mir der Masterstudiengang, glaube ich, eine gute Stütze sein. Geil, du hast schon eine Idee. Das darf man noch nicht verraten, ne? Ich will es nicht verraten. Nein. Wir haben ja über 1 Million im Stream, die werden das uns klauen. Okay, siehst du, da hast du sogar schon dein Studium, deinen Abschluss. Dann geht's weiter mit dem Emil. Ja, ich bin Emil, ich bin 25 Jahre alt, ich mache gerade meinen Bachelor auch in Wirtschaftschemie, bin kurz davor, den fertig zu machen. Und ja, meine Motivation ist es auch, ähnlich wie bei der Marlene, dass ich eine coole Idee habe. Und ich glaube, mit dem Team von der Hochschule Fresenius lässt sich das am besten umsetzen. Sehr gut. So, und jetzt habe ich es ja schon gesagt. Es gibt 2 Zweierteams, aber ihr seht selbst, Team Rot besteht aus 4 Personen. Wir haben nämlich ganz am Ende, er malt schon fleißig, das, was er quasi beruflich auch tut, den Visualizer Jonas Heidebrecht. Schön, dass du da bist. Magst du ganz kurz mal sagen, weil ich weiß nicht, ob unter Graphic Recorder, Visualizer man sich sowas vorstellen kann. Was machst du tagtäglich? Wahrscheinlich genau das, was du gerade angefangen hast zu machen. Genau das. Also ich unterstütze Teams und Gruppen bei ihrer Ideenfindung, und zwar mit dem Stift. Das heißt, ich begleite den Prozess hier, und die Ideen, die gleich hier aus Team Rot sprudeln werden, die werden von mir visualisiert zusammengefasst, sodass sie am Ende beim Pitch natürlich auch mit visueller Unterstützung präsentiert werden können.
Perfekt, genau. Also dieser Pitch, der wird quasi nicht nur kreativ, also das ist erstmal der wichtigste Part natürlich, aber wir versuchen natürlich das auch in irgendeiner Form bildlich, also das machst du, beziehungsweise ihr wahrscheinlich alle zusammen festzuhalten, damit die Jury am Ende ja auch was für die Augen hat, sag ich mal. Genau. Ne? Perfekt. So, und dann einmal das Mikro durchwandern lassen, da haben wir noch den Mentor, Herr Max Faust, Leiter vom Pioneer Lab. Grüß dich, Max. Hi, Lukas. Ich sag mal so, eine kleine Motivation. Ich habe ja gehört, letztes Jahr wurdest du zweiter Sieger. Mach das was mit dir. Von zwei. Ja, zwei. Ist das so ein bisschen Joko und Klaas hier? So? Ja, auf jeden Habt Fall. Ihr so ein internes das. Duell jetzt. Also so ein Mini-Mini-Mini-Duell. Ja. Okay. Also wir waren auf der Autofahrt und es hat gerade noch geklappt, okay, hier anzukommen. Sehr gut. Wir sind übrigens in HEMA. Wenn man HEMA was bei Hagen, um das mal vielleicht vorweg zu sagen. Okay, Max, schön, dass du wieder dabei bist. Leiter Pioneer Lab, magst du ganz kurz was dazu sagen, weil vielleicht nicht alle ZuschauerInnen gerade wissen, was Pioneer Lab der Hochschule für Seenotrettung ist. Ja, das Pioneer Lab ist im Prinzip die Gründerschmiede unserer Hochschule. Wir gucken, dass wir jungen Menschen die Möglichkeit schaffen, optimal in eine Selbstständigkeit einzusteigen und damit sich besser, schneller und erfolgreicher machen mit Formaten wie hier Startup Kitchen. Aber wir haben natürlich eine ganze Menge anderer Formate auch, von Breiten- bis Spitzenförderung. Und das Ganze bildet sich so in einer ganzheitlichen Gründungsförderung von Coworking, Events, aber auch einen coolen Accelerator, Inkubator, cool, und so weiter und so fort. Perfekt, sehr gut. Dann vielleicht an der Stelle mal, schön, dass ihr zu viert hier die große Challenge antreten werdet, und mal einen großen Applaus für Team. Sollen wir Lachs oder bleiben wir bei Rot? Team Rot, wir bleiben bei Team Rot. Okay, also großen Applaus. Schön, dass ihr da seid für Team Rot. Dann haben wir das Pendant Team Blau. Sehr gut. Noch nicht? Genau, mögt ihr euch auch mal vorstellen, damit die ZuschauerInnen zu Hause wissen, mit wem wir es zu tun haben. Hi, ich bin Sarina Kienast. Ich bin 25 Jahre alt und studiere Betriebswirtschaftslehre bei uns bei der Fresenius, und zwar im Online-Modell. Und ich habe mich eigentlich hier beworben, weil ich das eine total tolle Show finde, mal ein bisschen praxisnah zu arbeiten. Das ist eine Herausforderung, und ich bin auch schon immer gründungsinteressiert gewesen. Deswegen für mich die perfekte Herausforderung im Studium. Sehr gut. Dank dir. Hi, ich bin Alina Sarkreuter, ich bin 23 Jahre alt, studiere am Hochschule Fresenius Campus in Wiesbaden den Studiengang Medien- und Kommunikationsmanagement, schreibe gerade meine Bachelorarbeit, und ich interessiere mich schon sehr lange für das Thema Gründen und die eigene Selbstständigkeit nach meinem Studium, weshalb ich mich hier beworben habe und mich riesig gefreut habe, dass ich eingeladen wurde. Sehr gut, vielen Dank dir. Und genau, da geht's direkt weiter, denn wir haben quasi Pendant zu Jonas, haben wir Paavo Ivković. Du warst letztes Jahr auch schon dabei. Ich war schon mal dabei. Du hast letztes Jahr auch, was heißt auch schon, oh Gott, du hast letztes Jahr gewonnen. Du hast letztes Jahr gewonnen, oder? Nein, hat er nicht, um Gottes Willen. Deswegen gewinnen wir heute. Ja, so schöne Motivation. Was hat dir letztes Jahr, wenn du noch mal ganz kurz im Hinterstübchen, das war relativ genau vor einem Jahr, was fandst du so am coolsten, am spannendsten bei der ganzen Aufgabe? Ich fand das Format gepresst, in, was haben wir gleich, eine Stunde, etwas mehr als eine Stunde Zeit, mehr, ja, hier Gas zu geben, auch eine marktreife fast Idee aufs Papier zu bringen oder aufs digitale Papier, ja, in dem Fall. Ja. Richtig cool, und die Ergebnisse, die waren spitze. Ja. Unseres damals war, Max war super. Hat aber nicht ganz gereicht. Das ist ja das Fiese an dem Format. Also wir brauchen, glaube ich, gar nicht drüber sprechen, dass hier zwei Expertenteams am Ende zwei waren, wahrscheinlich sehr coole Produkte präsentieren oder Geschäftsideen präsentieren. Am Ende des Tages gibt es aber halt nur einmal zwei Tickets für deinen Masterstudiengang des Entrepreneurships. Deswegen, so ist das. Es tut uns ja auch leid, aber am Ende kann nur ein Team gewinnen. Am Ende kann nur eine Germany's Next Topmodel werden. So. Dementsprechend haben wir hier den Mentor von Team Blau, Professor Dr. Dennis Lotter. Und du bist Studiendekan des Masters Entrepreneurship. Das hast du schön gesagt. Es ist aber sehr viel Wort. Ja, es ist. Muss danach erstmal einen Liter Wasser trinken. Du kannst gerne von mir haben. Sag doch mal, vielleicht gibt es ja auch wirklich ZuschauerInnen zu Hause, so Entrepreneur ist ja ein sehr modernes Wort. Ich glaube, wir Jungen, wir kennen das alle, wir beschäftigen uns mit der Materie. Was beinhaltet der Studiengang denn genau? Also der Studiengang ist so aufgebaut, dass du die Chance hast, parallel zu deinem Studium deine eigene Idee in die Welt zu bringen. Ja, und das heißt, wir haben uns natürlich angeschaut, was sind so die wichtigen Themen, ja, die Challenges, die Herausforderungen bei der Gründung. Und haben dann passgenau, ja, in unserer Modulstruktur im Studienverlaufsplan die Themen gesetzt, die man chronologisch am besten braucht, um die PS auf die Straße zu bringen. Also insofern, wenn man das neu in die Welt bringen will, dann ist man bei uns gut aufgehoben mit ganz, ganz vielen Menschen aus der Praxis, die als Lehrende sozusagen ihr Wissen weitergeben an die jungen Menschen mit viel Perfekt. Erfahrung.
Also es lohnt sich, wenn ihr Bock habt auf Gründen. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, ne, so auf die Idee kommen ist ja manchmal gar nicht das Komplexe. Sondern Ideen haben viele Menschen. Genau. Die Frage ist, wie setze ich es um, wo setze ich es um, mit wem setze ich um, was muss ich danach machen? Wie verdiene ich Geld? Wie verdiene ich Geld? Das ist auch nicht ganz unwichtig. Ja, ganz so trivial. Okay, perfekt. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, ich meine, ihr kennt ja die Regeln, ich sage es jetzt nochmal, denn hier liegen schon die Karten. Noch wisst ihr nicht, was ihr tun müsst und werdet. Das heißt, ihr müsst eine Idee bearbeiten und die Grundlage ist noch nicht bekannt. Deswegen fangen wir jetzt an zu ziehen. Es gibt, wie gesagt, drei wichtige Kriterien. Einmal die Branche, die wir ziehen werden, einmal den Trend, den wir ziehen werden, und dann muss eure Geschäftsidee eine App beinhalten. Ihr seid jeweils zwei Viererteams, ihr könnt natürlich alles irgendwie zu viert machen. Ich muss natürlich immer die Studierenden manchmal bei diesen Challenges kurz rausziehen, heißt, ihr könnt aber natürlich parallel zu zweit irgendwie weiterarbeiten, okay? Bei diesen Challenges geht es jeweils, wir haben zwei Challenges eingebaut, um 30 Sekunden, wo ihr eure Pitchzeit, aktuell liegt die bei 3 Minuten, verlängern könnt. Also im Optimalfall gewinnt jetzt Team Rot zweimal, dann hättet ihr 4 Minuten, ihr bleibt bei 3 Minuten oder ihr 4 Minuten, 3 Minuten, 3:30, 3:30. Das sind die Versionen, okay? Ist ganz easy, wir freuen uns und jetzt wird's spannend. Ich fange mit euch mal an, oder machen wir irgendwie wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Ihr macht Schnick, Schnack, Schnuck. Ja. Das finde ich, genau. Wir hatten ja schon ein kleines Duell. Es geht quasi da, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Vor- oder Nachteil ist, aber wir wollen ja fair sein. Schnick, Schnack, Schnuck, es gibt keinen Brunnen. Ewige Diskussion zu Hause. Es gibt keinen Brunnen, keinen Bagger und auch keine Atombombe oder sowas. Es gibt Schere, Stein und Papier und wir spielen bis 1. Okay? Bitte, die Herren. Schnick, Schnack, Schnuck. Sehr gut, dann dürft ihr. Ich weiß gar nicht, ob es ein Vorteil ist, aber irgendwie fand ich das jetzt. Ich bin nicht als kompletter Verlierer hier raus. Stimmt, einmal hast du schon gewonnen. Ladies first? Ja. Okay, es geht um die Branche. Zieh einfach mal irgendeine Karte. Sie sind nicht markiert. Mit nichts. Ja, ich mach mal die Augen zu. Genau, guck mal, das ist sehr fair. Vorbildlich. Und magst du einmal vorlesen, was auf der Rückseite dieser Karte steht? Eure Branche ist? Finanzen. Finanzen. Und ich hörte ein... oder hast du einfach, einfach mal für dich so ganz geatmet? Unvoreingenommen. Okay, cool. So, und jetzt geht es um den Trend. Einmal ziehen, bitte. Wurde sich ganz genau Gedanken gemacht. Magst du es auch einmal ins Mikro? Virtual Reality. Okay, VR-Brille. War ich im Europapark, habe ich angehabt auf einer Achterbahn, wurde mir sehr schlecht. Okay, das einmal noch da. Und es muss noch eine App beinhalten. Also nochmal, ich lege das mal so hin, ich weiß gar nicht, ob man das hier sieht irgendwie. Wir haben die Branche, Team Rot, Branche Finanzen, Trend Virtual Reality. So. Mag jemand von euch anfangen? Okay. Zack, zack, zack. Branche ist Kunst. Ui. Okay, keine Wertung. Es war so ganz... Okay. Kunst. Trend ist... Sprachgesteuerte Technologie. Sprachgesteuerte Technologie. Also Branche Kunst, Trend sprachgesteuerte Technologie. Und auch an euch, es muss eine App beinhalten. Jetzt natürlich, fangen wir mal bei euch gerade nochmal an. Zufrieden, Meinungen, Ängste, Sorgen, alles cool? Erstmal alles cool. Also mir ist direkt eine Idee in den Kopf geschossen. Wirklich? Ja. Sag sie noch. Ich weiß jetzt nicht, ob es gut oder schlecht ist, aber schauen wir mal. Ne? Gilt es gleich zu diskutieren. Yes. Irgendwie in irgendeiner Form Erfahrung mit Finanzen, VR oder komplett so? Mit meinen eigenen Finanzen, Virtual Reality nicht so wirklich, ehrlich okay. gesagt. Sehr gut. Was meinst du? Also mir sind auch direkt ein paar Ideen gekommen. Also Finanzen ist ja heutzutage ein großes Thema. Und wird immer wichtiger und Virtual Reality, gut, ist halt so eine Sache, die ist nicht mehr so im Trend, aber da lässt sich bestimmt irgendwas einfallen, wie man das Ganze noch rausholen kann. Ja. Okay, sehr gut. Was sagst du als Mentor? Magst du einmal das Mikro? Also es ist nicht trivial auf den ersten Blick, glaube ich, aber auf jeden Fall cool. Also ich glaube auch die Finanzbranche ist definitiv eine Branche mit coolen Fintechs, wo man sich ganz, ganz viele Ideen auch abgucken kann. Mhm. Also von daher, du kommst ja aus Idstein, das ist in der Nähe von Frankfurt, also von daher passt das. Ich sehe dich auch schon im Anzug da Richtung Börse laufen, das passt total. Sehr gut, und jetzt bei euch natürlich das Gleiche. Was ihr habt Kunst und sprachgesteuerte Technologie. Also ich persönlich finde, dass das sehr gut zueinander passt und das ist auch mal eine kleine Herausforderung, Kunst als Branche zu haben. Aha.
Aber ich glaube, dass wir das ganz gut umsetzen können. Oder was meinst du? Ich denke auch, dass wir da was Gutes draus machen können. Sehr gut. Und also wir sind zufrieden. Sehr gut. Was ich auch, ich hatte Kunst-LK. Ja, aber mein Kunst, richtig glänzen. Ja, aber mein Kunstlehrer hat immer zu mir gesagt, Dennis, das, was du machst, ist naive Kunst. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber wir müssen hier entscheiden. Mal gucken. Ja, wollte gerade sagen, das ist, ich weiß es nicht. Wann hast du Abi gemacht? Oh, das liegt schon sehr lange okay. zurück. Das willst du gar nicht wissen. Ich weiß, das ist eine uncharmante Frage. Das war sehr uncharmant, ja. Ich ziehe die Frage zurück. Ja, wir ziehen dir 200 Euro vom Lohn ab. Verdammt, okay. Also, ich meine, es hat auch niemand gesagt, dass es leicht wird, denn es geht um Masterstudien, um zwei Masterstudienplätze. Ich sage ja, es ist sehr, sehr, sehr lange Wortkette ist das hier. Dementsprechend, für euch geht die Zeit, ich zähle jetzt einfach mal runter, dann könnt ihr euch komplett eure Köpfe zusammenstecken. Es geht also los, die Bearbeitungszeit bei unserem Kitchen-Gründer-Duell 2022 in 3, 2, 1 und Action. Und ich, schon die erste Frage. und ich habe ja schon in der Anmoderation angekündigt, wir schauen jetzt nicht nur unseren beiden Gruppen beim Arbeiten zu, sondern wir haben auch ein paar Gäste eingeladen. Und wir beginnen mit dem ersten Gast, mit der ersten Gästin. Sie ist eine fantastische Stand-up-Comedian. Ich kenne sie wirklich live von der Bühne. Sie ist nicht nur Comedian, sondern sie ist auch sehr musikalisch und hat ihre Ukulele bereitgestellt. Deswegen für euch viel Spaß mit Shari Litt. Guten Abend. Mein Name ist Shari Litt. Ich bin Künstlerin, Musikerin, Comedian, Stand-up-Comedian, also eine Repräsentantin der brotlosen Künste. Liebe Studierende, also gut aufpassen, gut arbeiten, sonst landet ihr hier. Ich habe auch studiert Medien und Literatur, also Fernsehen und Lesen. Ja, hat nicht so viel gebracht. Start-up, da geht es ja oft um harte Fakten und kalte Wirtschaftlichkeit, und dann dachte ich mir, für meinen ersten Song möchte ich etwas in diesen Stream hier reinblasen, was da vielleicht ein bisschen auf der Strecke immer bleibt, und das ist Herz. Deswegen gibt es ein Liebeslied jetzt von mir. Ein Liebeslied, das ich einst geschrieben habe für meinen ersten Freund. Also es wird romantisch hier, auch für die Zuschauer im Raum. Legt einfach mal euren rechten Arm um die Person links von euch. Und wenn ihr knutschen wollt, auch kein Problem. Ich habe nach der Show Zeit. Es gibt so viele schöne Männer und Singles mit Niveau. Man findet sie auf all den Dating-Apps und im Fitnessstudio. Doch für mich bist du der Schönste, und du fragst dich, warum und wieso. Du bist nicht mehr ganz der Jüngste, man hält dich meist für mein Papa. Du bist auch nicht gerade der Dünnste, dünn an dir ist nur dein Haar. Doch für mich bist du der Schönste, ist dir immer noch nicht klar. Ich find dich sexy, weil du reich bist, nicht weil dein Körper schon so weich ist und jedes Haar an dir schlohweiß ist. Sexy, weil reich. Ich find dich sexy, weil du reich bist, weil du Kaviar wie Reis isst, weil dein Anzug aus Frankreich ist. Sexy, weil reich. Oh Baby, 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 ich mein Daddy. Von München auf die Malediven, wie könnte ich mich nicht verlieben? Sexy, weil reich. Gib's mir Kraft und Stolz und Mut, das tut auch meinem Konto gut. Sexy, weil reich. Ich find dich sexy, weil du reich bist, nicht weil dein Körper schon so weich ist und jedes Haar an dir schlohweiß ist. Sexy, weil reich. Und was ist mit dir, was findest du an mir? Du findest mich sexy, weil ich jung bin, weil ich so naiv und dumm bin. Straffer Körper, Kopf voll Unsinn. Na, sexy, weil jung. Und das ist Ausgeglichenheit. Irgendwie, du findest mich sexy, weil ich jung bin. Ich find dich sexy, weil reich. Dankeschön. Ich widme das Lied allen Frauen, mit denen Mats Hummels gerade rumknutscht. So, danke, Shari.
Vielen Dank. Ich schicke dir einfach mal einen Applaus aus unserem Studio nach oben. So, jetzt sehen wir uns, seht ihr mich auch wieder. Die Teams arbeiten schon fleißig und ich habe es ja schon gesagt, Shari ist oben. Wir haben aber auch, was heißt aber, wir haben noch natürlich noch ganz wichtige Personen, nämlich die Fachjury und die werde ich jetzt einmal vorstellen. So, ich hoffe, ihr seht mich jetzt, ihr müsstet mich aber sehen. Ich sitze jetzt hier im Kreise der höchsten, der wichtigsten, würde ich sagen. Jawohl, einigen wir uns darauf, dass wir ihr die zweitwichtigsten seid. Ne? Wenn überhaupt. Genau. Wenn überhaupt. Schön, dass ihr mitmacht. Ich habe hier zu meiner Rechten Nina Cilic, Leader Hybrid Brand Experience bei Grohe. Jetzt muss man vielleicht an der Stelle auch sagen, kannst du einmal kurz sagen, was du genau machst für die Leute, die es vielleicht nicht sofort deine Stellenbeschreibung sagen. Ja, ich weiß, was die Nina macht. Ja, ich kann verstehen, dass das nicht kein sehr eingänglicher Titel ist. Ich bin mein Team und ich sind im Grunde dafür verantwortlich, dass wir unseren Kunden eine tolle Brand Experience bieten, über verschiedene Touchpoints hinweg. Und Hybrid heißt in dem Fall im physischen Sinne, aber auch im digitalen Sinne. Okay, cool. Und du bist jetzt heute das erste Mal Teil von, warst du schon mal Jurorin? Nein, tatsächlich nicht. Das ist eine Premiere. Weltpremiere. Du weißt ja jetzt, was hier unsere Studierenden gerade machen. Das ist schon eine krasse Challenge, oder? Also auch so, ich finde das wirklich faszinierend, nicht zu wissen, was man bearbeitet, um es dann in 2 Stunden auch bearbeiten zu müssen, beziehungsweise ehrlicherweise ist sogar weniger als 2 Stunden, und dann auch noch vor euch pitchen zu dürfen, schrägstrich zu müssen. Ja, super spannend, krasse Herausforderung auf jeden Fall, aber ich finde beide Themen super spannend, weil beide Themen ja gerade auch stark im Umbruch sind. Beide Themen werden stark digitalisiert im Bereich Finanzen, ändert sich das Userverhalten, es gibt immer weniger vor Ort Banken, wo die Kunden tatsächlich die Möglichkeit haben, ihre Bankgeschäfte physisch abzuwickeln, aber auch der Bereich Kunst, und da haben wir uns gerade eben erst drüber unterhalten, digitalisiert sich ja auch. Mhm. Das ganze Thema NFTs und super spannend, ja. Was drumherum passiert, ist, glaube ich, super spannend. Und da gibt es viel Potenzial bei beiden Teams. Sehr gut. Letzte Frage noch an dich. Erwartest du irgendetwas? Also mit was rechnest du nachher im Pitch, wenn man das überhaupt beantworten kann? Ich habe gar keine Erwartungshaltung. Ich bin super gespannt und freue mich auf die Ergebnisse. Sehr cool. So, dann hast du es selbst schon gesagt. Wir haben noch Michael Fritz, Co-Founder von Viva Con Aqua dabei. Hi. Hi, schön, dass du da bist. Auch für dich erstmal Juror in irgendeiner Form? Nee. Also ist das so? Schon ein paar Mal durchgenudelt worden als Juror. Ja. Viva Con Aqua, auch mega spannend. Ich bin ja auch Kölner. Ja. Habt ihr auch einen Hauptsitz auch in Köln? Nee, man bekommt immer das Gefühl, oder ihr seid in Köln sehr präsent. Wir haben eine richtig geile Crew in Köln, weil Köln auch wirklich eine richtig geile Stadt ist. Ja. Ich glaube, einen geilen Vibe hat und es natürlich auch eine Kulturhauptstadt ist. Ne? Und eine Medienstadt, sehr viel Musik, sehr viel Kunst, und das sind auch die universellen Sprachen, mit denen Viva Con Aqua arbeitet, und deswegen glaube ich, fusioniert Viva Con Aqua und Köln sehr gut. Aber der Hauptsitz ist in St. Pauli und da kommen wir ursprünglich her. Okay. Und genau. Cool. Seit wann gibt es denn Viva Con Aqua? Oder magst du vielleicht auch noch mal ganz kurz sagen, für die Leute, die es vielleicht jetzt gar nicht kennen, klar, was macht Viva Con Aqua eigentlich? 460 Millionen Menschen haben immer noch keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und 4,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zum Klo. Ja, es ist über jeder zweite Mensch auf der Welt, und wir versuchen, soziales Engagement, also Menschen zu aktivieren, zu inspirieren für soziales Engagement zu den Themen. Wir haben ungefähr 3,6 Millionen Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt, seit es uns gibt, vor 17 Jahren gegründet, ohne Plan und ohne Verstand und ohne so eine Begleitung von so einer Hochschule. Hätte ich mir sehr gewünscht, retroperspektivisch. Und wir versuchen, Spenden so sexy, simpel und strukturell wie möglich zu machen. Haben eigenes Wasser, haben eigenes Klopapier, haben ein Kunstfestival, Musiklabel. Wir gehen auf all die Festivals, wo man Pfandbecher sammeln kann. Und es gibt es mittlerweile in 8 Ländern. Mega. Und und es ist ein sehr großer Kosmos, der am Ende der Gemeinnützigkeit gehört, nämlich der Viva Con Aqua Stiftung. Also ich bin festangestellt, privilegiert, aber halt eben mir gehört nichts davon. Mhm. Und auch das finde ich in dieser ganzen Gründerszene eine sehr interessante Thematik, auch über Besitz. Wem gehört das eigentlich? Mhm. Gehört es mal? Gibt man was Shares an die Mitarbeiterinnen, oder wie gestaltet sich auch dieser ganze Purpose-Prozess, der immer wichtiger wird? Perfekt, vielen Dank. Ich will auch gar nicht vorwegnehmen, weil wir sehen dich ja nachher nochmal in einer, ja nicht in einer anderen Rolle, sondern einfach nicht hier sitzend als Juror, sondern vielmehr als Keynote-Speaker. Und da wirst du wahrscheinlich auch über
das ein oder andere Ding sprechen, was du gerade schon so erwähnt hast. Ich muss ehrlich sein, ich weiß es selber nicht, weil ich mache es immer Freestyle, weil sonst würde ich mich selber langweilen. Und wenn ich mich langweilen würde, würde ich auf jeden Fall irgendwann euch langweilen oder die Menschen da draußen. Und deswegen weiß ich selber nicht, worüber ich spreche. Aber wahrscheinlich über wie über Konakwa. oder willst du auch ziehen? Wäre auch witzig. Ey, lass mich, gib mir drei Challenge. Karten. Ja, auf jeden Fall. Genau, ja, finde ich lustig. So ein bisschen noch die kleine Herausforderung. Perfekt. Und dann haben wir, ihr seht es zu Hause, leider nicht haptisch vor Ort. Jetzt muss ich weiß gar nicht, wie ich das hier hinbekomme, dass das nicht ganz so beschissen gerade aussieht. Haben wir Alex, Steffen. Ich hoffe, du lachst schon mal. Das heißt, ich gehe davon aus, du hörst und siehst mich. Siehst du mich eigentlich auch oder hörst du mich nur? Du hörst mich auch. Beides. Beides, sehr gut. Bestseller-Autor zum Thema moderne Führung und Meinungsführer zum Thema adaptive Intelligenz. Mega spannend. Tatsächlich, wenn ich dir die Frage stelle und du die kurz beantworten könntest, was ist moderne Führung? Oder was macht es aus? Es gibt ganz viele Ansätze zu moderner Führung. Wir haben da Dinge wie Conscious Leadership, wir haben gemeinsame kollektive Führung und ganz viele andere Formate. Ich beschäftige mich eigentlich damit, Pioniergeist in die Führung zu bringen. Also das, was heute bei euch im Studio passiert. Wie denkt man über Change nach? Wie denkt man über neue Konzepte, neue Businessmodelle, neue Art, auch Prozesse zu gestalten nach? Und wie bringt man das in die Köpfe von Leuten, die eigentlich gelernt haben, sehr strukturiert, sehr linear, sehr auch über Macht zu führen? Und dadurch Führung ein bisschen menschlicher zu machen. Das ist meine Arbeit. Sehr spannend. Jetzt auch immer, wenn man natürlich aus dem Homeoffice quasi gerade Juror ist, wollen wir natürlich wissen, wenn du es uns verrätst, wo bist du eigentlich gerade? Also du musst jetzt nicht die Adresse sagen. Ich bin in Berlin. Ah, du bist in Berlin. Okay, sehr gut. Perfekt. Ich bin in Berlin, genau. Hier geht es richtig ab zum Thema Startup und Gründen. Also ich fühle mich hier auch wohl aufgehoben in Bezug auf das, was ihr heute macht. Danke, dass ich dabei sein darf. Berlin ist ja so ein bisschen die Gründerhauptstadt, ne? Würde ich sagen, ohne es jetzt zu verifizieren. Ich würde schon sagen, wobei das hat sich ja, in den letzten Jahren hat sich das ja auch ein bisschen verteilt. Ich würde sagen, in München gibt es wunderbare Firmen und ein großes Ökosystem. Ihr habt ja jetzt gerade so Köln angesprochen. Ich habe da nur ein paar Bezüge zu, aber ich denke, da geht es auch gut ab. Und aber du hast natürlich recht, hier geht's ab, hier ist viel Vernetzung, hier ist viel Informationsfluss. Also das ist schon tatsächlich toll. Und deswegen bin ich auch hier. Also das ist ein großer Grund, warum ich hier bin. Okay, cool. Vielleicht abschließend noch, hast du sowas schon mal in irgendeiner Form betreut, gesehen? Also jetzt so ein Format, so eine Idee, zu sagen, okay, wisst ihr was, wir laden jetzt zwei Zweierteams ein, die wissen nicht, was sie tun, wir losen es und dann gucken wir mal, was passiert. In dieser Form nicht. Vor der Pandemie gab es tatsächlich Formate in Person, aber in dieser Form habe ich es noch nicht gemacht, also auch für mich ganz neu. Okay, dann vielen Dank, Alex, Steffen. Wir werden nachher nochmal sprechen. Dich sehen wir nochmal gesondert nachher. Danke, dass ihr drei schon mal dabei seid. Ihr seid ja jetzt auch nicht ganz unwichtig. Ich bin gespannt. Wir sehen uns dann ungefähr in Stunde 20, würde ich sagen, läuft jetzt noch. Da sehen wir uns spätestens wieder. Und für euch gibt's jetzt die erste Challenge. Ich habe es schon gesagt. Aktuell läuft der Pitch für euch dreien bei 3 Minuten Pitchzeit. Aber unsere Teams haben die Chance, jetzt in der ersten Challenge 30 Sekunden dazu zu gewinnen. Zack, danke euch. So, da komme ich ins Bild gerannt. Das war unsere Jury und wie gesagt, nochmal zu Hause, auch ihr habt eine Publikumsstimme. Ich habe schon gerade gecheckt, ihr votet jetzt schon fleißig, ihr Optimisten, einfach mal so heraus, einfach mal zu checken, naja, Team Rot oder Team Blau, die werden schon gewinnen. Deswegen, schön, dass ihr dabei seid. Ich habe auch schon ein paar Kommentare in der Chatfunktion gesehen. Wir sind ja noch am Anfang unserer kleinen Sendung hier und jetzt haben wir die erste Challenge. Jetzt muss ich einmal ganz kurz, sorry, kreativ unterbrechen, wenn jeweils die beiden TeammitgliederInnen einmal hier zur Innenseite kommen. Und ihr dürft natürlich weitermachen. Genau, wir bräuchten einmal den Buzzer und einmal den Buzzer. Am besten so, dass, also sollte der Buzzer nicht funktionieren, ist das quasi Plan B Buzzer. Haut also drauf. Moment, ich gehe mal ein bisschen nach hinten, damit ihr auch natürlich nichts sehen könnt. Also ich habe es ja schon mal gesagt, ich glaube, Prinzip ist verstanden. Ihr habt jetzt quasi in der ersten Challenge die Chance, 30 Sekunden zu eurem Pitch dazu zu bekommen. Also aktuell steht ihr beide bei 3 Minuten. Wir spielen ein Spiel und zwar bekommt ihr jetzt verschiedene Logos von Startups oder Unternehmen. Die werden dann immer auf den Bildschirm zu sehen sein. Es gibt 2 Logos, also quasi A und B. In einem Logo ist ein Fehlerchen. Und ihr müsst quasi sagen, welches ist das richtige Logo. Buzzern
dann wird das Team eben, was zuerst gebuzzert hat, die Antwort bekommen. Okay? Wir machen ein Beispiel, damit wir es einmal auch ihr zu Hause gesehen habt. Also das Spiel ist Logos richtig erkennen. Wir haben zwei Logos, in einem ist ein Fehler. Wir wollen natürlich das Richtige wissen. Dementsprechend bitte ich, das erste Beispiel uns mal einzuspielen. Da oben seht ihr es. Es ist, jetzt seht ihr es auch in groß, es ist Instagram. Entschuldigung. Die brauchst du nicht entschuldigen. Ich darf schon, weil wir die Probe machen. Ja, das ist alles gut. Guck mal, hier, die Technik kommt hier gar nicht näher, so viel wird gerade gedrückt. Du hast Instagram gesehen. Genau. Welches war richtig? Aber richtig. Aber. Ja, der kleine Punkt ist oben links. Sehr gut. Ich weiß, können wir es nochmal einspielen lassen, Instagram, damit auch das Publikum zu Hause? Oder würde ich jetzt die Technik. So, genau, das war das Beispiel. Jetzt ging es quasi darum. Team Blau hat gedrückt und hat sich für A entschieden. Und die richtige Antwort ist A. Also ohne, dass wir es jetzt gesehen haben. Ja, es ist eine Live-Show. Es klappt nicht immer alles, aber ich bin ja da. Im Zweifel steht es hier auf meinen Karten. So, das zählt aber noch nicht. Also das Spiel ist aber, glaube ich, relativ leicht und eindeutig verstanden. Ne? Okay, cool. Dann geht's los mit unserem ersten Logo. Und jetzt geht's um Punkte. Können wir es noch einmal zu. Ihr seid so schnell. B ist richtig. Wie viele Punkte brauchen wir denn? Wartet kurz, ihr habt hoffentlich einfach nicht hingeguckt. Also, das war Slack. Um es mal zu ordnen. B ist richtig, genau, bei Slack. Für Leute, die Slack nicht kennen, das ist ein Messenger innerhalb der Arbeitsgruppen. Es gibt insgesamt 7 Logos. Das heißt, dementsprechend ja, wird, genau, wer zuerst fährt, wird gewonnen haben. Also 1-0 für Rot. Wir machen weiter. Das nächste Logo. Team Blau? B rechts. Wo ist der Fehler? Ist spiegelverkehrt. Spiegelverkehrt. B ist richtig. Es steht 1-1. Wir machen weiter. Airbnb. Für die. Wo ist der Fehler? Na gut. Ja, ja. A ist richtig. 2-1 für Team Rot. Nächste. Google. Das ist gar nicht so leicht. Wir benutzen es tagtäglich. Jetzt bin ich gespannt. A ist richtig. Bei B ist das erste U rot. Die richtige Antwort ist. Es tut mir leid, aber es ehrt dich, dass du das Risiko eingegangen bist. Jetzt muss ich einmal tatsächlich in die Regie fragen, bekommt an der Stelle Team Rot einen Punkt? Oder machen wir einfach 2-1 weiter? Wir machen 2-1 weiter. Ich habe das jetzt einfach mal entschieden. wir machen weiter mit dem nächsten. Auch das, wow, das ging sehr schnell. Krass. B ist richtig. Weil? Ja, es tut mir leid. Entschuldigung, ich sehe das von hier mit der Farbe so schlecht. Mit dem Bildschirm. Ja, wir haben zweiten Bildschirm. Okay, es steht nach wie vor 2-1. Wir machen weiter. Mit Nummer 6. Okay. B ist richtig. Da ist der mittlere Strich vorne. Das ist absolut richtig. 2-2. Es wird spannend. Die Nummer 7. Letzte offizielle. Das letzte Logo. 2-2. Jetzt bin ich gespannt. B ist richtig. War das ein Sicher? Das ist ein Sicher. Können wir das nochmal sehen? Okay, genau, können wir es nochmal sehen? Ja, B ist richtig. Klar. Die Ecke ist falsch. Wo ist der Kreis? Jüte, wo ist der Kreis? Also, lösen wir auf. So. Wo ist der Kreis? B ist richtig. 3-2, das heißt, ihr habt die ersten 30 Sekunden gewonnen. Tut mir leid, ihr habt noch die Möglichkeit. Es ist auch, das heißt nichts. Also, ne?
lieber Qualität statt Quantität, sage ich mal. Dementsprechend. herzlichen Glückwunsch an euch. Ihr habt die erste Challenge gewonnen. Ich trete einen Schritt nach vorne. Ihr habt ihn eben als Juror gesehen. Jetzt haben wir einen kleinen Rollenwechsel, denn jetzt seht ihr nochmal Michael Fritz, den Co-Founder von Viva Con Aqua. Und er hat ja eben gerade gesagt, er macht das ein bisschen Freestyle. Ich bin gespannt, ich höre zu. Viel Spaß mit der Keynote von Michael Fritz. Ja, herzlich willkommen, sagt man eigentlich herzlich willkommen? Ja, manchmal sagt man das, ne? Hi, ich bin Michael Matthias Friedemann Fritz von Viva Con Aqua de San Pauli e.V. Wir haben vor 17 Jahren den ersten Organismus gegründet. Und aber bevor ich euch die Geschichte erzähle, mache ich das, was Nadja hat, nämlich zwei Karten gezogen. Ich habe ja quasi gesagt, ich mache das Gleiche. Erstmal die Skills überhaupt sehen. Sprachgesteuerte Technologie ist quasi der Trend. Und Kunst. Naja, aber warte, okay, das haben aber die gleichen gezogen, ne? Okay, dann mache ich Sprachgesteuerte. Das war das, was die anderen auch gezogen haben, glaube ich. Sprachgesteuerte Technologie, okay. Es muss eine App enthalten. Was muss das noch sein? Sprachgesteuerte Dings und Kunst ist der Dings. Okay, dann würde ich versuchen, eine App zu entwickeln, wo blinde Menschen in Museen gehen können, in Kunstgalerien gehen können und mithilfe dieser App über Synchron, also über Menschen, die quasi, also eigentlich ist es dann am Ende wie ein Tinder-Date. Eigentlich müsst ihr es euch vorstellen wie ein Tinder-Date, das kennt ihr alle, das versteht ihr alle, zwischen Menschen, die sehen können und sich engagieren wollen und Menschen, die nicht sehen können und das Bedürfnis haben, die Kunst wahrzunehmen. Und die Menschen, die quasi sich engagieren, beschreiben die Kunst in ihren Worten, gehen also in ein Museum, in zum Beispiel die Staatsgalerie in Stuttgart oder ins Hamburger Museum und schauen sich dort die Kunst an und beschreiben die mit ihren eigenen Worten. Über einen Algorithmus wird dann diese Kunstbeschreibung gesammelt und zusammengesetzt zu der bestmöglichen Beschreibung und irgendwie ein Filter eingebaut, dass da keine Scheiße oder Sexismus, Rassismus, Homophobie oder so ein Scheiß reinkommt. Und das Geld wird natürlich über Partnerschaften verdient, weil so eine App natürlich hochinteressant ist für eine sehr spezifische Zielgruppe. Das heißt, all die Menschen, die vielleicht mit den Augen Probleme haben, sind dafür natürlich sensibilisiert und haben da natürlich Lust, so eine App zu unterstützen. Ob das als Investoren oder Investorinnen ist oder eben als einfach Partner, die dann sponsoren wollen. Genau, das wäre meine Idee, mein Pitch und zum Glück habe ich ein Studium geschenkt bekommen von dem deutschen Staat. Ich bin sehr privilegiert aufgewachsen aus dem Schwabenländle. Auch wenn es hier nicht um mich geht, sollte trotzdem der Kontext klar sein. Ich habe 26 Semester studiert, um es dann scheinfrei abzubrechen. In der Zeit habe ich Viva Con Aqua aufbauen dürfen. Und ich sage das bewusst so, weil vielen Menschen ist gar nicht bewusst, was für ein Privileg es ist, gründen zu dürfen. Weil wenn du gründen kannst, dann heißt das, dass du eine gewisse meistens, ne, also nicht immer, aber meistens eine gewisse finanzielle Grundsicherung hast, dass es dir relativ gut geht, mental health-mäßig oder körperlich, dass du in jungen Jahren bist, dass du dir es zutraust, weil du in einem System aufgewachsen bist, das es dir erlaubt zu gründen. Ich arbeite mit Viva Con Aqua, also vielleicht ganz kurz einmal, Viva Con Aqua ist ein gemeinnütziger Verein, eine Stiftung, eine Plattform, ein Social Business, auf das ich näher noch eingehen werde. Wir versuchen Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu sichern in Ländern wie Uganda, Äthiopien, Kenia, also auf dem afrikanischen Kontinent oder asiatischen Kontinent, Indien, Nepal, ca. 3,6 Millionen Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt. Und wie wir das machen, Cliffhanger, mache ich nachher. Aber warum ist es so ein Privileg? Weil natürlich, wenn du in Uganda, meine Kumpels, in Corona-Zeiten, die hatten natürlich ein ganz anderes Problem, wenn du einen Day-to-Day-Job hast, so, dann bist du natürlich im Lockdown komplett am Arsch.
Und da ist es natürlich was anderes, sich zu überlegen, ob man zu gründen gründet, wenn man sich überlegen muss, wie man heute durch den Tag kommt. Und ich glaube, diese Perspektive würde ich hier gerne reinbringen, weil ich glaube, vielen ist es gar nicht bewusst, was für ein Luxus es ist, zu gründen. Warum ist Gründen noch ein Luxus? Weil am Ende hast du keinen cholerischen Vollidioten-Chef, der dir erzählt, oder Chefin gibt es auch manchmal, wobei Gründer, wenn man sich die Zahlen anguckt, sind eher so 80% wahrscheinlich Männer und 20% nur Frauen, weil die Struktur noch so gebaut ist, leider, aber auch das wird ja glücklicherweise geändert oder ist im Prozess des Änderns und ihr da draußen könnt es alle ändern. Und ich glaube, das ist wirklich ein größtes, für mich eines der größten Geschenke. Ich habe niemanden, der mir sagt, wann ich was, wo, wie zu tun habe, sondern ich kann es selber bestimmen. Führt allerdings auch dazu, auch die Schattenseiten sollte man sagen, ich arbeite 24/7. Also in meinem Leben ist Viva Con Aqua quasi sehr omnipräsent. Ich habe trotzdem zwei wunderbare Kinder und eine tolle Frau, oder nicht trotzdem, sondern auch deswegen, weil ich die Frau über Viva Con Aqua auch kennengelernt habe. Aber auch das muss einem bewusst sein, wenn man gründet, dann hat man halt wie ein Baby so, und das lässt sich nicht los. Und wenn du am Ende irgendwie 75 Mitarbeiterinnen hast und Corona kommt, dann ist die Scheiße am Dampfen, kann man sagen, wie man ist, weil man sich überlegt, ey, im Worst-Case-Fall, wen entlassen wir? Entlassen wir erst die Menschen mit Kindern oder erst die ohne? Natürlich entscheidet man sich dann wahrscheinlich eher dafür, dass man Menschen ohne Kinder den Job kündigt. Ist aber eine Entscheidung, die ich nie in meinem Leben treffen möchte. Und deswegen waren wir auch sehr froh, dass wir durch Corona relativ gut durchgekommen sind. Mit einem adaptiven, flexiblen System, das wir gebaut haben. Ich gehe jetzt vielleicht einfach so ein bisschen retroperspektiv. Ihr seht, ich mache das Freestyle, weil ich habe keinen Bock, mich selber zu langweilen. Ich habe so eine Betreuerin, die schickt dann eigentlich immer so Präsentationen, aber die macht sie immer neu, damit ich selber nicht den Ablauf weiß, weil sonst würde ich mich selber langweilen. Und wenn ich mich langweile, langweile ich auf jeden Fall euch. Wir haben jetzt hier 6, 7, 8, 12, 35 Studierende hier quasi im Raum und ihr dürft die ganze Zeit Fragen stellen, wenn ihr Fragen wollt. Sonst jage ich einfach durch den ADHS-Kopf, steht in meinem Reisepass. Wir haben 2005 einen Verein gegründet. Damals waren wir 22 Jahre. Benny Rainer Adrian, bester Mensch, hat beim FC St. Pauli gespielt. War also Fußballprofi, noch privilegierter wie ich vielleicht, obwohl ich bin Arztsohn, auch privilegiert, bis der Arzt kommt wiederum. Und wir haben Viva Con Aqua gegründet, ohne zu wissen, was wir gründen. Wir haben erstmal Elektropartys gemacht. Wir waren 22, wollten Partys machen. Alles soziale Engagement, was uns offeriert wurde, war eigentlich relativ langweilig. Das ist so der Klassiker, den man kennt im Kölner Fußgängerzone, Infostand, willst du nicht Fördermitglied werden, ja, und du weißt ganz genau, dass die Person bei einer Agentur arbeitet und erstmal die ersten anderthalb Jahre quasi in die Refinanzierung von dieser Person ging und dann geht's an die NGO. So, was haben wir gemacht? Wir sind, ohne zu wissen, auf Musikfestivals gegangen und haben dort diese Pfandbecher-Sammelaktionen, die kennen vielleicht ein paar, wir laufen mit Flaggen rum oder Ärzte sagen, ihr müsst nichts anderes machen, außer die geilste Band der Welt abzuwerfen, 4000 Becher fliegen auf die Bühne, jeder Becher 1 Euro, 4000 Euro, am Ende des Wochenendes ein Brunnen in Äthiopien finanziert. Und die Ehrenamtlichen haben das Ticket umsonst bekommen, haben das perfekten Grund, das Geschlecht, auf das sie stehen, egal Mann, Frau, egal Non-Binary, anzusprechen, ne, Becher zu schnorren. Königsdisziplin ist übrigens volle Becher schnorren. Ja, dann bist du ganz weit vorne. Aber auch das ist möglich, weil die Leute es feiern. So, und dadurch haben wir soziales Engagement in eine Zielgruppe gebracht, die es davor gar nicht gab. Warum? 60% aller Spenden kommen von über 70-Jährigen. Das heißt, all die, die hier Studierenden, ihr seid gar nicht, eure Ideen sind gar nicht gewünscht. Ihr seid viel zu anstrengend, euch zu managen. Ja, die meisten NGOs waren immer so einfach, gebt uns unser Geld, wir zeigen euch, was zeigen wir euch? Schwarze, unterernährte Kinder, ja, immer von oben nach unten quasi, destruktives Afrika-Bild, alles eine Suppe, HIV, Armut, Unterernährung, der ganze Bullshit, ja, so, anstatt zu zeigen, ey, warte mal, der ganze Swag weltweit, die ganze Hip-Hop-Kultur, alles bezieht sich oder hat es aus dem afrikanischen Kontinent quasi sich bedient oder teilweise geklaut, je nachdem, wie man es genau hinschaut. Wenn man sich anschaut, wo Google und Facebook die Programmierer von morgen hinbekommt, dann fliegen die auf den afrikanischen Kontinent. Nairobi, Filmindustrie poppt hoch. Südafrika, Startup-Szene poppt hoch. Der ganze Afrobeat-Wahnsinn. Beyoncé, ihr ganzes Album ist afrikanisch inspiriert sozusagen. Und was passiert? Nicht diese positiven, bejahenden Geschichten werden erzählt und Narrative, sondern es wird immer wieder dieser Narrativ erzählt von
einem Einheitsbrei eben Afrika mit eben den Problemen, die es natürlich hat, aber wir haben hier auch Probleme. Und wir haben versucht, quasi das zu verändern, indem wir eigentlich eine Sache machen, wir machen Sachen, auf die wir selber Bock haben. Wenn ich keinen Bock habe, hier zu stehen und euch das zu erzählen, warum sollt ihr Bock haben, bei Vivo Con Agua mitzumachen? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Zweite, geh den Stars nicht auf den Sack, Charity-Organisation. Wir haben mit Artists bis zu Ed Sheeran, Wu-Tang Clan, Cypress Hill, ein paar werden die vielleicht nicht kennen, ein paar werden die kennen, es waren auf jeden Fall Pioniere des Raps, des Hip-Hops vielleicht jetzt, oder für die neuere Generation, Billie Eilish, Ali Neumann, Clouseau, wie sie alle heißen, zusammengearbeitet, weil wir es ihnen ganz einfach gemacht haben. Ob das die Pfandbecher-Sammelaktion ist, die mussten eine Ansage auf der Bühne machen oder im Schlauchboot Materia über die Menschenmassen und dann fliegen die Becher rein. Oder auf eine Projektreise mitzugehen nach Uganda, dort eine Doku machen, einen Song machen, der sowohl in Deutschland ein Hit war, als auch in Uganda. Und das wiederum, zweite Gründungsgeschichte, zur Gründung von Viva Con Agua Uganda geführt hat. 2013 waren wir mit Materia, Ripke, Meckes und dem ZDF in Uganda. 2 Wochen Projektreise, Doku, kann man sich heute noch angucken, hieß Blue Uga. Die Doku war dann hier ein Erfolg und und der Song haben wir in 1,5 Stunden gedreht und in 3 Stunden produziert, inklusive Stromausfall. Das war ein relativ großer Erfolg in Deutschland, aber vor allem auch in Uganda, weil wir haben mit Abrams und Sylvester, Sean Breeze und Ladies Like den Beat gemacht, also den Song gemacht, und der war eigentlich der Nährboden für die ganze Gründung. Und völliger Wahnsinn, aber Norbert Latim hat immer FIFA gezockt. Jeder kennt FIFA und jeder kennt, dass es eine sehr gute, kuratierte, wenn ihr schon am Handy seid, dann checkt wenigstens alle Sachen, die ich sack und gibt den Likes und so, ne? Insta-Reichweite, Spenden und so, Quatsch. Hat quasi immer gezockt und da war Materia drauf, von Level zu Level, der Song Endboss. Und er hat dadurch Materia auf den Socials gefolgt, hat dann gesehen, ey, der Typ spielt ein Konzert in meiner Hauptstadt, in Kampala, ich gehe da hin, ist auf das Konzert gegangen, hat das erste Mal von Viva Con Agua gehört. Am nächsten Tag waren wir an der Universität von Makerere University of Kampala und haben dort von Level zu Level und Lagerhalle analysiert, also den Song von Meckes und Materia, mit den Deutschstudierenden, weil die Deutschlehrerin Materia und Meckes heiß fand, völlig zu Recht. Und langer Rede, kurzer Sinn, hat Norbert Latim war dann dort und hat uns danach gesagt, dass sein größter Wunsch ist, Deutsch zu sprechen. Perfekt. Und dann haben wir gesagt, komm nach Deutschland, kannst ein Praktikum machen, ein halbes Jahr bei mir wohnen, ist einer meiner besten Freunde, Patenonkel von meinem Kind geworden und später vor allem der Gründer von Viva Con Agua Uganda. Und das ist nämlich auch oft so bei Gründungen, vorher hieß es schon so, ja, Ideen haben viele, nur dann wirklich das durchzuziehen, ist, glaube ich, oft das Anstrengende. Und meine Erfahrung, ich kann ja immer nur aus meiner Erfahrung sprechen, ohne Fehler zu machen quasi, ist immer seine Freunde dazu zu holen und seine Familie. Weil wenn ihr vor der Familie pitcht und die das schon scheiße finden, obwohl die euch eigentlich lieben, ja, dann ist es vielleicht echt keine gute Idee. Und genauso mit dem Freundeskreis. Die ersten Festivals, Summer Jam, ich weiß noch, wir sind mit 7 Freunden auf Summer Jam gefahren und haben Pfandbecher gesammelt. So, Melt Festival, Splash Festival, das erste Jahr waren eigentlich nur unser Freundeskreis, die wir aktiviert haben. Von dem Freundeskreis ging es in den nächsten Freundeskreis. Wir sind dann mal von Hamburg nach Basel gelaufen, 39 Tage zu Fuß, 1055 Kilometer, haben dann auf dem Weg so Aktionen gemacht, mit Fettes Brot Pfandbecher gesammelt. In Hildesheim hat damals Wir sind Helden gespielt. In Stuttgart haben wir gegen Guido Buchwald, Hansi Müller und so, das waren 1990 Weltmeister, für die keine Ahnung haben, welche Namen ich da drop, Fußball gespielt, 1-1, möchte ich an der Stelle nicht unerwähnt lassen. Sind dann nach Basel gelaufen und dort wurden wir hart ausgeputzt, weil ich auf der Fanmeile in der Schweiz beim Eröffnungsspiel gesagt habe, unser Schirmherr Kevin Gorani, die ganze Schweiz ausgeputzt. Aber dort haben wir Daniel Bürgin getroffen, die ein Interview mit uns gemacht hat und die gesagt hat, sowas will sie auch in der Schweiz und hat dann Viva Con Agua Schweiz gegründet. Warum erzähle ich euch das genau so? Weil es erstens so war und zweitens, ich glaube, ganz viele Gründungen entstehen aus Momentum. Und deswegen, ich propagiere das immer sehr hart, Ideen sind wie kleine Kinder. Und das Schlimmste, was es gibt, sind Leute, sorry, die Ideen klein machen. Oder Kinder. Du würdest nie so ein Baby, ja, du hast so ein kleines, süßes Baby, ja, würdest du nie sagen,
ganz ehrlich, mit deinem Körper-Klaus-Veranlagung wirst du niemals Fußballprofi. Oder die Chancen, dass du Musikstar wirst, sind so und so. Du würdest sagst, ey, du kannst alles schaffen. Du bist total empowernd, liebevoll, wertschätzend, respektvoll, kleines süßes Baby. Und so sind die Ideen auch. Und deswegen, wenn ihr Ideen habt, und ihr habt ja viele Ideen, wenn ihr gründen wollt, dann schaut euch ganz genau an, wie die Leute auf die Ideen reagieren. Und wenn sie sie einfach zerhacken, um des Zerhacken willens, weil sie selber keine Idee hingekriegt haben, oder, gibt es 10.000 psychologische Gründe, ist auch egal, warum, dann erzählt sie ihnen beim nächsten Mal nicht. Sondern erzählt Leute, die euch die Idee wertschätzen, den richtigen Raum geben oder so. Also ich habe wirklich in meinem Kopf, mein Adressbuch ist ganz klar, wann rufe ich wen an, mit welchem Stadion einer Idee. Weil du brauchst unterschiedlich. Ich bin zum Beispiel sehr gut Aktivierungsenergie. Habe ich euch schon aktiviert so ein bisschen? Bisschen? Okay. Brauche noch ein bisschen mehr. Aber das habe ich. Was ich nicht habe, ist eine Strukturierungsenergie. Das heißt, wir haben 17 Sachen oder 16, ich weiß nicht mal, wie viele Entitäten wir haben gegründet. Und ich war immer bei den Gründungen dabei. Irgendwann musst du mich rausziehen, weil ich halt ein Vogel bin. Nadja ist Kevin so. Das heißt, ich komme mit einer nächsten Idee, mache alles, verwirr alles und so weiter. Was manchmal gut ist, aber nicht in der Strukturierungsphase. Und das ist der mittlere Part sozusagen. Und irgendwann kommt dann die Skalierungsphase oder unterschiedliche Phasen. Irgendwelche Professorinnen wissen das hier bestimmt richtig. Aber so ist nur meine Erfahrung. Und dann musst du die deswegen ganz genau analysieren, wer ist eigentlich auf welchem Job gut und in welcher Phase. Kannst du mir so ein Wasser reichen? Weil das ist erstens ein Menschenrecht und zweitens habe ich eine trockene Fresse und drittens muss ich da nicht aufhören zu reden. Habt ihr Fragen soweit? Sonst mache ich einfach weiter mit der nächsten Gründe. Ja, Wasser sprudelt. Irgendwelche Fragen, sonst haue ich weiter raus. Also, wir sind von Hamburg nach Basel gelaufen, ne? Geile Geschichte jetzt, wirklich Lieblingsgeschichte. Weil da kam so ein Vogel, das war wirklich einer der geilsten Vögel und glaubt mir, ich arbeite nur mit Künstlerinnen, Musikerinnen zusammen, ich kenne viele Vögel. Der kam an mit einer Zahnbürste hier. Das war alles, was er dabei hatte für 2 Wochen Wandern. Den haben wir ungefähr da so vor Stuttgart getroffen, Jonathan, Mexikaner. Habe ihn nie wieder danach gesehen, ja. Es spielt auch für den weiteren Geschichte eigentlich gar keine Rolle. Der kam mit Malte Schremmer dort an. Malte Schremmer hat dann das Tramprennen gegründet. Tramprennen ist eine Spendenaktion für Bio Conakwa. Du trampst von Rumänien nach, von Hamburg nach Rumänien und suchst hier Sponsoren. Das haben am Ende 150 Leute gemacht, 75 Teams und damit Spenden gesammelt. Dann hat er Bio Conakwa Kiel aufgebaut. Dadurch kam diese ganze Zellenstruktur. Mittlerweile gibt es nur in Deutschland 55 Städten Bio Conakwa mit Ehrenamtlichen, über 15.000 Ehrenamtliche. So, da war zum Beispiel das Entscheidende, dass wir es geschafft haben, diese Festivalsaison von 10, 15 Festivals, die ich damals noch 2008 mit Word-Dokumenten organisiert habe. Also das heißt, mir haben 600 Leute Word-Dokumente geschickt, wohin, auf welches Festival sie wollen und so. Und irgendwann kam jemand, das wird so nicht funktionieren, hat das IT-mäßig gebaut. Und zack, hatten wir vor Corona mit 450 Musikfestivals im deutschsprachigen Raum zusammengearbeitet. Das heißt, das meine ich wieder mit dieser Strukturierungsphase, wo du genau auch im Gründerinnen-Team genau schauen solltest, wen holst du dir da rein? Brauchst du 2 Marketing-Dudes, weiß, privilegiert? Nein. Brauchst du 1 Marketing-Dude? Yo. Aber dann sollte vielleicht die andere Perspektive eher weiß, also nicht nur weiß sein, oder sondern eine marginalisierte Gruppierung vertreten, um auch für mehr Leute, warum bei uns haben sich wenn sich Leute bei uns beworben haben, von 80, 100 Bewerbungen war maximal eine POC-Person dabei. Warum? Weil wir alles Weißbrote waren. So, dann musst du dich nicht fragen, also hast du keinen Safe Space, hast du nicht das Awareness-Level, was passiert etc., also werden sich keine Menschen, die eine andere Perspektive reinbringen. Also denk gleich bei den Gründungen dran, nicht ihr 3 Dudes, Alter, die die ganze Zeit saufi, geiles Wochenende und so weiter haben, sondern holt noch andere Leute rein. Dann der Typ auf jeden Fall, ist er nach Burkina Faso geflogen und hat sich eins dieser Wasser- und Sanitär- und Hygieneprojekte von Bio Conakwa mit uns angeschaut und hat die Scheißerei bekommen, ja. 4,2 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu einer menschenwürdigen Sanitärversorgung. 560 Millionen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Als wir angefangen haben, waren es 1,2 Milliarden Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Das hat sich fast halbiert. Bei Scheißen ist genau gleich geblieben. Ja? Also so der Zugang, es wird nicht darüber gesprochen, es ist ein Tabuthema, ne? Menstruationshygiene müssen wir gar nicht reingehen, etc. Noch viel stigmatisierter und tabuisierter. Das gilt es zu brechen. Warum ich die Geschichte mit Malte erzähle, ist, weil der hat so hart die Diarrhoe bekommen und daran stirbst du. Du stirbst nicht daran, dass du keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, also zu Wasser, sondern du trinkst dann halt aus dem Flussbett,
aus dem See, aus der Pfütze etc. Und wenn, dann stirbt man an den Folgen, nämlich an Krankheiten wie Diarrhoe. Hat Diarrhoe bekommen, weiß, privilegiert, deutscher Pass, ausgeflogen mit dem ADAC und war dann in Kiel und hat glücklicherweise natürlich überlebt, weil hier Diarrhoe bekommen ist nicht so ein großes Problem. Dann hat er, ist er zu seiner Professorin gegangen und hat gesagt, er möchte über Sanitärversorgung schreiben, weltweit, um so das ein bisschen aufzuarbeiten. Hat dann im Rahmen seiner Recherche Komposttoiletten entdeckt und hat Komposttoiletten aufs Hurricane Festival bekommen. Ja, und nur für einen Funfactor erzähle ich die vier coolsten Geschichten von Goldammer. Erstens, wer legt den größten Schiss? Wir haben extra eine Waage gebaut, ja, dass du die Pisse und das Klopapier separierst und es nur um den Haufen ging. Ja. Ratet mal, wie groß der größte Haufen war, der je auf einer Festivalsorg gewogen wurde. Wie viel Kilo? Ja klar, Kilo. 1,7 Kilo. Was glaubst du, wie der Typ abgefeiert wurde? Erste coole Aktion. Zweite coole Aktion, Flatrate Shit. Du kannst halt das ganze Wochenende da scheißen für 20 Euro. Man denkt so, es macht keinen Sinn, aber es macht natürlich auf Festivals voll Sinn, wenn du sonst nur Dixie-Toiletten hast, gerade für Frauen was ganz anderes, in Würde dort scheißen kannst, es nicht stinkt, kein CO2, kein Wasser, sondern Sägespänen, keine Chemikalien etc. Dritte Nummer, wir haben bei der Bundestagswahl haben wir gesagt, ey, schickt uns die ganze rechte Hetze ein, ja, und haben aus den ganzen AfD-Plakaten Klopapier gemacht, konntest du damit den Arsch abwischen. Vierte, wir haben, als George Floyd umgebracht wurde in den USA, haben wir das erste antirassistische Klopapier auf den Markt gebracht. Warum? Weil wir selber Teil der Struktur sind. Wir haben den Zugang zu WEPA, größte Klopapierhersteller Europas mit, glaube ich. Wir haben den Zugang zu Partnern wie Alnatura oder Butnikowski etc., die quasi Klopapier kaufen, und wir haben den Zugang zur Hip-Hop, Musikkultur etc. Haben dann eine BIPOC-Jury gegründet und mit denen dieses Klopapier entwickelt und 400.000 Euro gemacht und in antirassistische Projekte gesteckt. Das ist immer das Blöde, wenn man lautes Wasser trinkt. Ne? 2010 haben wir ein eigenes Wasser auf den Markt gebracht. Wir hatten keine Ahnung, wie es geht, aber wir wussten, dass, weißt du, wenn du einen gemeinnützigen Verein hast, dann musst du den Leuten immer erklären, ey, es gibt da Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben und könntest sie nicht spenden. Oder du musst ihnen anspornen, schaffen irgendein cooles Fußball-Benefit-Spiel mit Gentlemen oder irgendein Quatsch. Alles voll aufwendig. Das hier ist strukturelles Social Business. Warum? Wir verkaufen mittlerweile 40 Millionen Flaschen Wasser pro Jahr, machen 1 Million Gewinn damit. 40 Millionen Mal, dass quasi du siehst, hier Viva Con Agua Wasser, das ist jetzt Minava. Der einzige Unterschied zu dem Wasser, es gibt keine Wasserhersteller. Das ist totaler Bullshit. Das sind Glasflaschen oder Plastikflaschenhersteller. Ja? Trinkt Leitungswasser. Warum? Weil Wasser ist ein Menschenrecht, sollte gar keinen Preis haben. Ökologisch totaler Wahnsinn. Das Etikett muss produziert werden, der Deckel muss produziert werden, es muss von A nach B transportiert werden. Glas ist natürlich eine schlechtere CO2-Bilanz, weil schwerer ist wie Plastik. Also ist Plastik eigentlich sogar geiler, was total gegen so den Mainstream oder gegen, aber wenn du dir die Zahlen anguckst, ist es definitiv so. Glas kannst du 20 Mal benutzen, Plastik vielleicht, ich weiß nicht genau die Zahlen, 30 Mal, whatever. Warum ich das erzähle, ist, am Ende verkaufen wir etwas, was allen Menschen gehört. So, und wir haben uns aber entschieden, dass es eben nicht Shareholders reicher macht oder uns selber, sondern eben, dass die ganzen Erlöse, die wir mit dem Social Business machen, zurück in Wasser- und Sanitärprojekte gehen. Und deswegen Trinkwasser für Trinkwasser. Wir haben von der Idee 2007 bis zur Gründung 2010 3 Jahre gebraucht. Wir hatten richtig viel Glück. Benny hat damals bei St. Pauli gespielt, 2005. Dadurch kannten wir Bela B., so Leute. Ne, das kann auch nicht jeder, deswegen auch dieses Gründen ist so ein Ding, weißt du, so ganz oft sagen Leute, ja, sowas wie Jürgen Knackbar machen, ja, aber ey, das waren 6er im Lotto. So, also das kannst du auch nicht einfach so. Trotzdem gibt es ein paar Erfolgsfaktoren. Erster ist, integriert irgendwas mit soziopolitischer Relevanz. Es macht keinen Sinn, irgendwas da draußen zu gründen, nur um reich zu werden. Sorry. Ist erstens keine geile Story und zweitens wird es euch auch nicht glücklich machen. Also es ist ja bewiesen, dass das Engagement für andere die größte Chance ist, glücklich zu werden und nicht Geld. So, das hat jeder 1000 Mal gehört, Geld allein macht nicht glücklich, und meistens ist an diesen Sprüchen was drin dran. Deswegen, ich kann sagen, ich verdiene 5000 Euro brutto, habe das geilste Leben und will überhaupt nichts Profitmaximiertes machen, weil es für meinen Horizont total langweilig wäre und sehr tunnelig. Ja, also auch wenn diese ganze Startup-Szene voll auf Exit aus ist,
Das wäre wie so, weißt du, wenn wir bei der Kinderanalogie bleiben, ja? Du tust doch nicht ein Baby zeugen, um es abzugeben. Klar schickst du es irgendwann raus und sagst, mach deine eigenen Erfahrungen, wenn es 18 ist und hab ein geiles Leben, so, aber du willst doch immer in Connection bleiben. So. Und deswegen glaube ich nicht an Exit. Ich glaube, das ist eher das Gegenteil, was die Menschheit braucht, aber das ist eine andere Baustelle. Zweitens, irgendwann haben wir nach den Komposttoiletten dieses Klopapier gemacht. Wir verkaufen mittlerweile 1 Million Klopapierpackungen. Das heißt, das ist ein soziales Klopapier. Es funktioniert genau gleich wie das andere. Ja, ihr könnt euch damit den Arsch abwischen und am Ende eben Wasser-, Sanitär- und Hygieneprojekte unterstützen. Das Spannende daran ist, dass es eine strukturelle Unterstützung ist. Das heißt auch, guck mal, der George Clooney hat unser Wasser getrunken, der Dalai Lama, Angela Merkel und so weiter, die wussten nicht mal, was sie trinken. Aber das Wasser stand halt da, weil derjenige, der innerhalb der Struktur arbeitet, Gastronom, Parlament, Konferenzzentrum, wo Dalai Lama war etc., die haben halt gesagt, ey, wir können einen kleinen Unterschied machen, indem wir das Wasser reinnehmen, anstatt ein anderes, jo, tschak, tschau und so weiter. Also so das Dritte, wir haben ein Kunstfestival gegründet aus dem St. Pauli-Stadion, da komme ich gerade her, deswegen bin ich ein bisschen durchgerockt, um ehrlich zu sein, weil wir 7 Tage das komplette Stadion des FC St. Pauli in ein Kunstfestival verwandelt haben. 8000 Quadratmeter, 12.000, 13.000 Zuschauerinnen, 6 Bühnen von Menstruationshygiene-Workshops bis Liedfeld von Roger Reckless bis Vaginal-Auftritt, den ich bisher immer noch nicht ganz gecheckt habe, was da eigentlich los war. Liha Sahin, brutales Set, geile Loopstation. Und Kunst ausstellen für jedermann. Von 20 Euro bis ein Gerhard Richter verkauft, der 121.000 Euro war. Die Hälfte geht an die Künstlerin und die Hälfte an Vibo Con Aqua. Also auch hier Social Business. Die Definition von Social Business ist einfach, dass die Profits, die du machst, Milan Togeli, wenn ihr es auf Instagram sucht, die Dudes und Dudettes, die gerade am Handy hängen. Also ihr müsst Milan Togeli folgen, Goldeimer. Vibo Con Aqua hat ungefähr 40 Accounts, weil es in 8 Ländern gibt und jede Vibo Con Aqua Eichstätt sogar einen eigenen Account hat. Go Bagno, weil es der Duschbus ist, den haben wir auch mitgegründet, das ist Waschen in Würde. Dominik Plo die Idee gehabt, der war 8 Jahre obdachlos, stand dann im Pennymarkt, hat gesehen, wie die Leute Abstand von ihm nehmen, weil er und hat sich selbst geschämt für seinen Gestank und hat dann gesagt, er will niemals, dass eine andere Person das Gleiche empfindet wie er. Und hat dann die Idee gehabt für diesen Duschbus und hat 4 Jahre später sich komplett resozialisiert selber und hat mit uns dann den Duschbus gegründet, den wir jetzt gerade mit dem Soapbus in Südafrika in Kapstadt an den Start bringen. Irgendwann vielleicht in L.A., weil das auch eines der größten Obdachlosenprobleme weltweit hat, was man natürlich nicht denkt, wenn man immer diese amerikanisierte Hollywood-Scheiße sieht. Genau, dann haben wir Kunstfestival, genau, da verkaufen wir Kunst. Social Business, habe ich gesagt, ne? Dann haben wir noch ein Musiklabel. Das heißt, wir releasen Musik mit Musikerinnen aus aller Welt, die Bock haben, Musik quasi zu unterstützen. Über die GEMA kommt dann Geld rein. Wir haben gerade ein Kindermusikprojekt an den Start gebracht, das zu den 17 Sustainable Development Goals, also Gleichstellung Mann und Frau, Halbierung der Armut etc. pp. Ich bin jetzt nicht der größte UN-Fan, doch definitiv, wenn du die 17 Sustainable Development Goals in den Griff kriegst, dann hast du relativ viel erreicht in dieser Welt. Und es ist ja möglich. Es ist ja nicht so, dass das Geld nicht da wäre oder die Technologie nicht. Ne? Ich meine, hier ist diese komische Twitter-kaufende, wollende Trottel, sorry, Elon Musk. Ja, ich meine, wir haben solche Probleme auf dem einen, so, und der redet darüber, Twitter zu kaufen, damit Kohle ohne Ende zu verdienen mit dem Move oder mit anderen Tweets und zum Mars zu fliegen, anstatt sich um die gravierenden Probleme. Und deswegen bin ich auch kein Fan manchmal von diesen Plattitüden, wenn in der Szene dann auf LinkedIn irgendwie Nachhaltigkeit abgefeiert wird, weil ich so denke, ey, warte mal, was macht ein Unternehmen genau? Alles klar, ihr macht so und so viel Geld an Shareholder und ihr erzählt mir über die Presseabteilung, dass das nachhaltig ist. Sorry, ist fake. Und ich glaube, die jungen Leute heutzutage checken das und die hinterfragen es ganz anders und haben eine ganz andere Wokeness. Also ich bin so 40 Jahre ungefähr und viele Freundinnen in meinem Alter, die sagen zum Beispiel, sie holen sich alle junge Männer nicht wegen Toyboy, sondern wegen halt, weil die eine andere Wokeness am Start haben, weil ja, wir so, also 40-Jährige in meinem Alter sind in so einer transformativen Phase auf dem Weg zum alten Mann, wovor sie sehr Angst haben, weiß. Genau, dann, aber wie bin ich da drauf gekommen? Über die Musik, genau. Wir haben ein Musiklabel und wir bauen gerade ein Hotel. Wir haben eins in Südafrika und eins in Hamburg. Und auch wenn man das sich ganz genau anschaut, dann war es
völlig aberwitzig, wie das alles entstanden ist, weil ich bin irgendwo einen Vortrag gehalten dort vor so, wie soll man sagen, reichen Kindern Deutschlands, also so von den großen Unternehmerfamilien, und habe dort eine Immobilienfamilie kennengelernt und habe zu dem Zeitpunkt sowohl Viva Con Agua als ich auch privat haben, mussten umziehen, und dann dachte ich, komm, ich mache mal einen Termin mit denen. Dann hat er mir irgendwas angeboten für 25, 30 Euro Quadratmeterpreis im Hafen. Da habe ich gesagt, nee, das macht alles keinen Sinn, viel zu teuer. Wo liegt denn die Schnittmenge aus dem, was euch was bringt und uns? Weil ich glaube maximal, und so heißen wir auch seit Anfang an, wir heißen nicht Non-Profit-Organisation, sondern All-Profit-Organisation. Warum? Weil alle profitieren sollen. Natürlich am Ende der Prozesskette, wenn man das als Prozesskette, natürlich viel geiler, wenn du es zirkulär siehst, aber natürlich sollen die Menschen in Äthiopien, in der Amhara-Region, ne, wo wir darüber reden, wirklich, dass es eine der dürrsten Flächen der Welt ist, wo du 120 Meter runter bohren musst, also das ist wie nach Öl bohren quasi von der, kostet auch einen Pfund zwischen 10.000 und 20.000 Euro, weil du halt sehr tief bohren musst. Du musst für jede Gesteinsschicht quasi neuen Bohrer nehmen. Deswegen ist immer eine Hydrogeologin oder so dabei, die quasi sagt, welcher Bohrer jetzt für welche Gesteinsschicht. Und bis du dann den quasi, bis du auf das Wasser triffst. Ne? Und es ist original völlig absurd, aber die machen es immer noch mit der Wünschelrute und alles wissenschaftlich bewiesen, dass die Wünschelrute die größte Trefferquote hat. Ich glaube 50%. Ihr gebt mir ein Zeichen, wie lange ich noch soll? 2 bis 3 Minuten, okay, da muss ich ein bisschen upspeeden. Genau, also zurück zu der Hotelgeschichte, weil dann habt ihr das letzte Social Business. Ich habe jetzt nicht so viel über die Wasserprojekte und Sanitärprojekte und so weiter erzählt, weil hier geht es ja um Gründen. Und all das, was wir gemacht haben, war quasi Social Business und gemeinnützige Organismen zu gründen für den Purpose sauberes Trinkwasser und Sanitärversorgung. Und das habe ich ja erwähnt, dass wir 3,6 Millionen Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt haben. Dazu habe ich jetzt in dem Fall nicht so viel gesagt, weil ich wollte euch Optionen geben, woran ihr erkennen könnt, was ihr vielleicht implementieren könnt. Und jede, die eine Frage zu gründen hat, kann jederzeit die auch uns stellen oder mir direkt schreiben und sagen, ey, was würdest du machen, dann hast du eine Perspektive oder so. Weil ich glaube, genau sowas wie diese Hochschule ist deswegen geil, weil Gründen hat sehr, sehr viele Vorteile. Und du bist ein kleines, flexibles System und kannst wirklich hohe Innovationskraft generieren, gerade jetzt im 21. Jahrhundert, wo alles sehr exponentiell geht. Zurück zu der Geschichte. Am Ende haben wir eine Ausschreibung gemacht für eine Fläche, eine Brachfläche in Hamburg, direkt hinterm Hauptbahnhof. Und haben da gewonnen, weil wir das beste Konzept abgegeben haben, Social Business Tower. Ich habe damals nur einen Kumpel, also Benny, angerufen, der gerade in der Auszeit in Südamerika war, im Dschungel, und gerade sein Handy mal anhatte und ihn gefragt, was er davon hält. Und er so, yo, ja, geil, lass machen. Alle anderen, die ich gefragt hätte, hätten die Idee zerschossen. Das ist, was ich vorher gemeint habe. Das Spannende daraus ist geworden, er kam dann zurück, hat sich das angeguckt, das Konzept, und hat gesagt, Micha, das wird niemals funktionieren. Ich so, warum nicht? Naja, du wirst kein Social Business finden, das 25 Euro für einen Quadratmeter zahlt. Wir müssen was anderes machen. Haben dann eine Hotelidee darauf entwickelt und damit diesen Case gewonnen und bauen jetzt ein Hotel, ein 13-stöckiges, völlig absurd. 5,5 Millionen aus der Kunst, Musik, Kultur, Max Gruse, Kurani, Bela B., Jan Delay, die haben uns das Geld gegeben. Der Rest kommt von der Bank. Also auch da, du kannst Dinge wirklich krass bauen mittlerweile. Kein einziger Cent kommt von Viva Con Agua, alles kommt entweder von den Investorinnen und trotzdem gehört uns sowohl das Haus als auch 66% des Gasthauses GmbH, die dann dieses Hotel betreibt und die Erlöse wiederum natürlich in Wasser- und sanitäre Projekte geht. Und damit will ich enden vielleicht dann, ist wirklich so, fragt um Unterstützung. Ich glaube, es gibt fast nichts Geileres wie diese naive Gründungsidee, diese Pflanze, diese kleine zarte Organismus, und wenn du da fragst nach Unterstützung, werden die Leute dich unterstützen. Was ganz oft passiert ist, dass Ego im Weg ist oder man sich nicht traut und so weiter. Hey, ich musste mein Leben lang pitchen. Ich war ein schüchterner, kleiner, weißer, privilegierter Trottel, bevor ich Viva Con Agua angefangen habe, und bin wahrscheinlich das Gleiche jetzt auch, nur ich kann vor Leuten sprechen. Egal, ob ihr hier seid oder auf 60.000er Festival, weil ich das gelernt habe, weil ich
Leute um Unterstützung fragen musste. Und es fiel mir natürlich leicht, weil ich irgendwann am Brunnen stand und gesehen habe, was, mein ganzes Leben habe ich immer Wasser gehabt, ich hatte immer ein Klo und es gibt Menschen, die es nicht haben. Da hast du natürlich eine andere Motivationsquelle. Deswegen zieht eine saubere Motivationsquelle rein, warum ihr das macht, weil das macht es euch leichter und ich glaube wirklich maximal an dem Wert zum Besten aller Wesen, dass alle profitieren und es ist möglich, so in dieser Welt. Und wir haben so viele Themen, dass es genug geile Social Businesses braucht. So, und ich glaube, hier an der Fresenius Hochschule sind ein paar der Gründerinnen von morgen. Ja. Gerne. Erstmal Respekt, dass du das so einfach wirklich gefreestylt hast. Du hast auch Karten gezogen, ne? Ich habe den Anfang verpasst. Ich habe Kunst und sprachgesteuerte Technologie, das war das, was die gleichen. Und ich hatte diese Idee mit der sofort nach einer Sekunde, von daher war das ein bisschen. Mir wurde gerade auf dem Weg noch nach oben, die kam wohl über den Insta-Kanal von der Fresenius, ein paar Fragen tatsächlich. Oder hat jemand von euch noch Fragen? Wirklich jetzt? Ihr habt die Chance, jetzt zu fragen. Ja, bitte. Wie gründet man ohne Kapital, ist die Frage. Das ist eine gute Frage. Es kommt ja darauf an, was du gründen willst. Also, was willst du gründen? Gib mir. Hä? Bestech oder bestreichel so lange eine Programmiererin oder Programmierer, bis sie an die Idee so glaubt, dass sie all diese Ressourcen reinpackt. Ich habe 6 Jahre Viva Con Agua ehrenamtlich gemacht. So, dann habe ich 200 Euro, 400 Euro, 600 Euro, 800, 1.000, 200.000, 400.000, 600.000, whatever. Ich bin jede scheiß Gehaltsstufe durchgegangen, die es normal gar nicht gibt. Immer nur das, was quasi, ich habe immer unterschrieben als Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Also geh all in. Weil wenn du gründest, geh all in, du hast eh keine Chance. Und all die Scheiße, die du fressen wirst oder so, sind Lebenserfahrungen, die so. Problem ist, du bist dann irgendwann nicht mehr resozialisierbar in eine normale Arbeitswelt. Aber ey, wer will schon in einer normalen Arbeitswelt arbeiten? Sorry. alles gut, deswegen haben wir ja hier so ein Format, genau deswegen. Was ich ganz geil finde, du hast ja gesagt, mit 22 kamst du auf die? Nee, Benny hatte die Idee. Okay, war er auch so dein Alter, 22? Ja, 24, ja. Was auch nicht wesentlich älter ist, weil also als ich mit 22 noch Bachelor, zweites Semester, drittes Semester, hatte ich, glaube ich, sämtliche Ideen, aber nicht dafür zu sorgen, dass es weltweit irgendwie Wasser oder Toiletten gibt. Wie kommt man als 24-, 22-Jähriger so auf die Idee zu sagen, okay, ich mache das eben jetzt nicht für mich, also im Sinne von Kohle, 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 sondern für andere? Ja, wobei, das würde ich ja gleich challengen, wenn Leute immer so sagen, ey, so stark, du opferst dich so auf. Ich so, what, opfern, Alter, ich habe das geilste Leben. Also ich bin nur auf Kulturveranstaltungen, ich darf hochgradig disruptive Formate entwickeln. Wenn ich morgen unter Wasserschach mit zwei Promis machen will, dann kann ich das machen. So, das heißt, ich opfere ja nicht mein Leben. Ich habe das geilste Leben der Welt, dadurch, dass ich was Sinnvolles mache. Ich habe, glaube ich, allein auf dem afrikanischen Kontinent 20 Länder bereist. Also deswegen ist es weit weg von diesem Sacrificen und diesem Aufopfern, was früher ein Narrativ war, was ich komplett über Bord werfen würde. Ich glaube, es ist absolut unabdingbar Gutes. Also dass alles, was man macht, eigentlich so wenig Scheiße wie möglich produziert, so rum gesagt, oder eben so positiv wie möglich ist. Cool. Dann kommt die erste Frage über Insta. Welche Eigenschaften sollte man als Gründerin, Unternehmerin mitbringen, um erfolgreich zu sein? Ich glaube, du hast es schon so ein bisschen angedeutet eben, auch in der Keynote oder in deinem Vortrag. Ich glaube, ganz viele Eigenschaften haben, also ich glaube, die wichtigste Eigenschaft ist Empathie. Ja. Die wichtigste Eigenschaft für das gesamte Leben ist wahrscheinlich Empathie. Und deswegen bitte integriert es als Bildungsfach, integriert es in die Uni, ist noch wichtiger wie Gründungsfach, weil am Ende eben auch in so Kosmen wie Viva Con Agua, man lernt sonst als Mensch sehr spät, oder ich habe es sehr spät, ich bleibe wieder bei mir, sehr spät Empathie wirklich gelernt und so sich reinversetzen in die anderen Personen. Und gerade als Gründerin, glaube ich, hat man schon auch immer so einen Drive, und denkt auch so, warum ist er jetzt nicht so? Warum gibt er nicht so Gas? Ja, Digga, er ist auch nicht so privilegiert und gründet und wird auf jede Bühne eingeladen und so. Klar geht er. Und solche Sachen zu lernen, ich glaube, deswegen Empathie. Okay. Was war deine größte unternehmerische Challenge? Ja, dass ich keine Ahnung von Excel habe. Also, dass ich wirklich überhaupt keine Skills eigentlich habe, um irgendwas zu gründen. Also, ich kann
Dinge miteinander verknüpfen und ich kann Menschen vorlabern. Viel mehr kann ich da nicht, ja. Aber dafür gibt es dann wahrscheinlich starke Partner, die das für dich machen? Ja, ich glaube, das war ja das, was ich vorher so ein bisschen gemeint habe mit dem Gründungsteam. Ja. Ne? Einer sollte, also egal was ihr macht, Finanzen müsst ihr im Griff haben. Ja. Egal was ihr habt, ihr müsst interne und externe Kommunikation im Griff haben. Egal was ihr macht, ihr braucht einen, der eine, die pitchen kann. Egal was ihr macht, ihr braucht Kultur im Unternehmen. Mhm. So ist A und O. Das kannst du bei interne Kommunikation und externe packen, aber eigentlich ist es so wichtig, wie du mit deinen Mitarbeiterinnen umgehst, wie du mit Menschen, wie dein Customer Journey und alles, was es da draußen gibt, so das aber in kulturell geil, so und nicht in welche Farbe muss ich wählen, dass die noch süchtiger werden und die ganze Zeit, während ich einen Vortrag habe, hier auf Social Media abhängen, ohne euch zu nahe zu treten. Aber das ist ja nur genau das, was passiert, indem die Customer Journey so gebaut wird, dass es so ein Neon-WhatsApp grün ist, dass euch, ihr denkt, das wäre wichtig, es ist aber eine scheiß verfickte, sorry, WhatsApp, die euch nur, also es wird euch nur im Kopf quasi getriggert, dass es wichtig ist. Es ist nicht wichtig. Wie viele WhatsApp in eurem Leben waren wirklich lebensverändernd? Ja, da waren die meisten Vollsuffs mit euren besten Kumpels, verändern doch. Und das meine ich wirklich ehrlich so. Und das ist genau das, was wir, glaube ich, überkommen müssen, dass wir eben nicht eine Customer Journey bauen, nur um quasi wie Schweine die Menschen abzuschlachten und Profit damit am Ende zu machen, sondern eben zum Besten aller Wesen. Wo können sie, was kann Social Media, die geilen Seiten von Social Media und nicht nur eben die suchtmachenden Dinge. Und wenn, ne, guckt euch Netflix, wie heißt die Serie, Social Dilemma oder so an, wo die Entwicklerinnen alle selber sagen, niemals würden sie ihrem Kind diese App geben. Yo, don't trust these people. Wonach schaust du, wenn du junge, neue Menschen, MitarbeiterInnen einstellst? Also was ist dir so? Ich habe zum Glück gar nichts mit HR zu tun. Ich habe jegliche, ich gebe jetzt noch das letzte Amt ab, das ich habe. Ich will nie wieder irgendeine Funktion innehalten, weil ich glaube, das ist auch was passiert. Menschen halten viel zu lange an Machtstrukturen, kann man sich auch in der Geschichte angucken, kleben die dran. Ich will einfach frei sein und allen Mitarbeitenden im Viva Con Aqua Kosmos zuarbeiten, wenn die geile Ideen haben, mit den Skills, die ich habe. Aber ich will nicht mehr in irgendwelchen Meetings sitzen, wo ich eigentlich lieber mit meinem Kind abhängen würde oder so, oder wo dann nur so, ja, ey, ja, halt, ja, sowas halt dann. Aber würdest du jetzt, wir gucken ja wahrscheinlich viele Studierende tatsächlich gerade zu, was ist denn, wenn man das überhaupt so beantworten kann, weil welches Skill ist jetzt besonders wichtig? Du hast gerade Empathie schon mal hervorgehoben, aber würdest du sagen, gibt es was, was auf dem Arbeitsmarkt als junger, noch studierender Mensch besonders wertvoll ist als Eigenschaft, als Skill? Ja, ich glaube, sich einen Arsch aufreißen. Okay. Also ganz ehrlich, ich kenne niemanden, der da oben arbeitet, der durch Zufall dahin gekommen ist. Ja. So egal, ob Sportler drin sind, Michael Jordan hat mal gesagt, dass in diese 10.000 Würfe, die er nicht getroffen hat, die entscheidenden waren in seinem Leben. Oder ein Fotograf, Paul Ripke heißt der, mit dem ich sehr viel reisen war, der hat mir mal erzählt, dass er halt nachts noch, um einen Rapper zu shooten, noch mal 4 Stunden mit dem Auto irgendwo hingefahren ist. Und all die Sachen habe ich auch gemacht. Und ich glaube schon, wenn du wirklich was erreichen willst, es geht nicht ohne Arbeit. Ja. Nur die Arbeit darf Spaß machen und kann geil sein. So. Okay, sehr gut. Und dann vielleicht die letzte Frage. Gibt es so Pläne, Meilensteine mit Viva Con Aqua? So die Next Steps, die du vorhabt? Wie bitte? Nochmal die Frage. Am Anfang habe ich nicht verstanden. So die nächsten Meilensteine, oder wichtigsten Stationen, Pläne, Visionen von Viva Con Aqua, so in den nächsten, ja, ich will das jetzt gar nicht zeitlich begrenzen. Naja, ich glaube, wir stehen jetzt vor so einer Herausforderung, dass wir mittlerweile so ein Gemischtwarenladen aus Social Business, gemeinnützigen Organismen etc. sind, was für manche Leute dann kaum noch nachvollziehbar ist oder nicht in einem Minuten-Pitch erklärbar ist, weil die Business-Konstrukte so komplex sind etc. Und lautes Wasser, ey, nie bei Vorträgen trinken, ne? Aber Riesenfehler, bei Live-Auftritten, niemals. Ich richte es gegen den Catering aus. Wobei, ganz ehrlich, wenn du im Pitch rübst, das bleibt auf jeden Fall in Erinnerung. Und das ist ja auch sowas, was viele Leute vergessen. Du hast Leute, auch Investorinnen und so weiter, die treffen die ganze Zeit Leute, die pitchen vor ihnen und so. Dann zieh lieber einmal die Hose kurz runter, weil das bleibt in Erinnerung. Oder bring irgendwas, was in Erinnerung bleibt, weil ihr habt mit manchen Leuten 15, dieser Elevator-Pitch, 20 Sekunden im Aufzug. Ja. Wie bleibst du in Erinnerung? Ja. Ja, und nicht durch, indem du ihm irgendwelche KPIs, die hört er die ganze Zeit. Du musst einen Move bringen, sozusagen, und der muss in Erinnerung bleiben. Ja. Also deswegen, do something special.
Also doch, lautes Wasser. Bei immer lautes Wasser, immer rübsen oder furzen. So, gut. Das ist das Fazit. Ist ja auch nur eine kulturelle Perspektive. In Japan total. Ist es ich total bin Comedian, ich bin eben. Absolut, ich bin pro. Du furzt nur. Genau, das ist mein ganzes Solo-Programm besteht daraus. Dementsprechend, dank dir. Wir sehen uns gleich nochmal unten als Juror. Danke euch auch, dass ihr zugehört habt. Wir machen weiter. Ich weiß, als Live-Künstler ist es hart, wenn man das Gefühl hat, das ist nicht ganz ein ausverkauftes Haus. Dementsprechend schenkt ihr mal einen großen Applaus, Shari. Viel Spaß nochmal. Ich steck das an. Shari lädt nochmal für euch und dann geht's gleich unten weiter mit dem Pitch. Dankeschön. Ich kann leider nicht rülpsen, weil ich habe tatsächlich stilles Wasser, aber ich habe schon ein paar Mal gefurzt, also bringt vielleicht was. Kommt sie richtig schlecht vor, wenn man jetzt so alberne Lieder nach diesem Vortrag halten muss. Gerade so Weltrettung und irgendwie wir müssen Leute retten und wie man Aqua, Menschen brauchen Wasser und jetzt kommt wieder Quatsch. Ich kann auch nichts zu Startup sagen, muss ich sagen. Also Finanzen habe ich keine. Kunst, ja gut, Kunst ist es ja. Ich weiß auch nicht, was ich machen würde als Startup. Generell ist ja wenn eine Sache mal gut funktioniert, ist das Sex. Deswegen vielleicht kleiner Tipp, macht irgendwas mit Virtual, sprachgesteuerte Technologie. Kann man vielleicht nochmal in die Richtung denken. Hört nicht auf mich. Wie gesagt, ich sitze hier und spiele Ukulele über belanglose Songs. Okay, wie kriegen wir jetzt den Dreh? Gar nicht. Ich habe mich in der Corona-Zeit, ich habe mich viel mit dem Fernseher beschäftigt. Ich habe ungefähr alles, konsumiert. Netflix, Amazon Prime, Cannabis. Es war alles dabei und was ich besonders konsumiert habe, war True-Crime-Formate. Ich weiß nicht, ob das hier auch eine Sache ist. Ich habe alles geguckt, ich habe alles angeguckt, weil ich krank bin. Und jetzt, um mal runterzukommen, oh, ich habe Sound, spiele ich euch einfach einen kleinen True-Crime-Song vor. Eine Sache, die ich gelernt habe mit all diesen Formaten, die ich mir reingezwitschert habe. Als kleines Fazit vielleicht. Der Mörder ist immer der Mann von der Frau oder der Freund von der Frau oder der Geliebte der Frau, auf jeden Fall immer. Der Mörder ist immer der Nachbar der Frau oder der Bekannte der Frau oder der Verwandte der Frau, auf jeden Fall immer. Der Mann. Gehst du nachts allein nach Haus, dir kommt eine Frau entgegen, wirst du diesen Abend wahrscheinlich überleben. Doch gehst du nachts allein nach Haus und hinter dir läuft ein Mann. Da gehen doch alle Alarmglocken an. Denn der Mörder ist immer ein Mann. Der Mörder ist immer der Mann. Der Mörder ist immer der Mann. Der Mörder ist immer der Mann. Ich merke gerade, ich singe dieses Lied hier in einem Raum voller Männer. Es ist eine Frau sich da hinten. Danke. Dankeschön. Ja, ich zweifle gerade an meiner Musikauswahl. Und an der nächsten Zeile auch ein bisschen. Männer sind sensibel, keine Frage. Männer haben täglich ihre Tage. Männer können nicht über Gefühle sprechen. Deswegen müssen Männer Frauen abstechen. Oh, ich will Männer doch gar nicht schlecht reden, doch ich weiß, mich wird niemand verdächtigen, wenn ich die Schlampe jetzt umbringe. Denn der Mörder ist immer der Mann. Der Mörder ist immer der Mann. Der Mörder ist immer der Mann. Und über den reden Frauen in ihren Podcasts dann. Dankeschön. Das ist auch von den Männern kommt gerade.
So, da sind wir, beziehungsweise ich, wieder zurück bei uns im Studio. Ich habe schon ein bisschen gelauscht. Hier wird wirklich fleißig bei Team Rot, genauso wie bei Team Blau, gearbeitet. Ich will euch nicht unterbrechen. Bitte, ich bin gar nicht da. Gearbeitet, ich bin, oder doch jetzt, wo ihr wirklich kurz unterbrochen habt, vielleicht ganz kurz, wie seid ihr im Zeitplan? Kann man das, kannst du das beantworten? Gut, schlecht, braucht ihr noch Zeit? Also es ändert sich eh jetzt nichts, ich will es nur wissen. Wir sind eigentlich, glaube ich, ganz gut im Zeitplan. Ja? Wir haben relativ schnell die Idee konkretisiert, sind eigentlich jetzt schon in der Visualisierung. Also das lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick da reinzuwerfen. Okay, ich will noch nicht was vorwegnehmen, aber ich bin gespannt. Vielleicht nochmal, habt ihr eure Karten da noch zufällig liegen? Nee, ihr habt die Karten nicht mehr liegen. Okay, machen wir bei euch ganz kurz einmal. Hier ist das Mikro. Wie sieht es bei euch aus? Zeitdruck läuft? Alles cool? Völlig cool, völlig gechillt. Also es läuft super. Na, guck mal hier, das ist schon, ist das hier so eine kleine Provokation Richtung, Richtung Team Rot? Niemals, Lukas, niemals. Niemals, okay, ich erinnere mich noch an das letzte Jahr. Perfekt, dann werde ich doch an der Stelle einmal kurz unterbrechen, denn wir haben, räumt kurz ein bisschen vielleicht um, die zweite Challenge steht an. Das heißt an Mentor und Visualizer, ihr könnt natürlich weiter arbeiten an der Zeit. Ich brauche jetzt nur jeweils die beiden Teammitglieder. Perfekt. Also, es steht ja im Moment so gesehen 30 Sekunden zu null. Das heißt, ihr habt die Chance, gleich zu ziehen oder ihr nochmal 30 Sekunden draufzupacken mit unserer zweiten Challenge. Die lautet jetzt folgendermaßen. Ihr bekommt jetzt zwei Aussagen. Die werden dort wieder zu sehen sein. Ich werde sie aber auch nochmal ruhig und langsam vorlesen. Und auch hier ist nur eine Aussage korrekt. Okay, und ihr müsst euch für die korrekte entscheiden. Und auch hier jetzt nochmal, weil es ja eben nicht ganz klar war, solltet ihr buzzern und ihr habt eine falsche Antwort, geht jetzt nicht ein Punkt an die andere Mannschaft, sondern, okay, ihr habt natürlich auch nicht die Chance, weil ne, 50-50 wäre Blödsinn, macht keinen Sinn. Okay, also wir machen auch hier ein Beispiel mit der ersten Aussage, die ihr mal verifizieren müsst, welche Seite ist richtig. Ich schau mal. Wir haben A, jede Sekunde werden drei neue Startups gegründet oder B, alle drei Sekunden wird ein neues Startup gegründet. Genau, Quasar sind frei, es ist nur Probe. Ja, denkt an die Mikros bitte, sonst hören euch die... Also ich würde jetzt B sagen. Geraten tatsächlich. Das war jetzt nur geraten, ist ja Probe, das darf ich noch. Absolut, du darfst immer raten grundsätzlich, wenn das eure Strategie ist, dürftest du immer raten. Und die richtige Antwort ist... Falsch geraten. Aber du hast absolut richtig, du hast alles richtig gemacht. Also A, jede Sekunde werden drei neue Startups gegründet. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, in unserer Sendung haben wir schon diverse Startups-Gründungen jetzt quasi während unserer Sendezeit vollzogen. Starten wir jetzt mit der ersten wirklichen Punkte-Aussage. Die erste Aussage ist, und ihr müsst entscheiden, welche Seite ist richtig, A oder B. Die Aussagen sind A. Airbnb hatte 3,5 Jahre nach der Gründung einen Wert von 10 Milliarden. B. Airbnb hatte 5,5 Jahre nach der Gründung einen Wert von 10 Milliarden. So wie ich die Gesichter sehe, wissen tut's niemand, dann zockt. Einmal das Mikro. Also wir sind für B. Entscheidest du einfach. Wir haben einen Moment Zeit. Über kurz Telepathie habt ihr euch entschlossen, für B zu sein. Uns abzustimmen. Absolut. Die richtige Antwort ist B. 1:0 für Team Blau. Wir machen weiter mit der zweiten Aussage. ByteDance ist einer der größten Verlierer in der Startup-Szene. ByteDance ist das höchstbewerteste Startup der Welt mit über 250 Milliarden. B ist richtig. Gezockt? Nee, weißt du es? Wirklich? Ja. Gelesen? Wo? Weiß nicht. So Wissen to go. Einfach Wissen to go, ja. Okay, sie weiß es. Können wir das bestätigen, bitte? Oder auch nicht? Du hast absolut recht. Ja, TikTok. Es steht TikTok-Wissen. Ah. So, stimmt. So, 1:1. Es geht weiter mit der dritten Aussage. Dritte Aussage ist, da ist es, ein Startup im Wert von mindestens 1 Milliarde Dollar. Wow. Antwort A ist richtig. Das scheinst du zu wissen. Ja, ich habe auf LinkedIn da einen Artikel vor kurzem drüber gelesen. Ich hoffe, mich nicht zu irren. Die Regie sagt es uns.
Antwort A ist absolut richtig. Also es geht um die Begrifflichkeit Einhorn, beziehungsweise falsche Aussage war Pegasus bei B. Einhorn nennt man ein Startup, wenn es einer Milliarde Dollar, einen Wert von 1 Milliarde Dollar hat. So ist es richtig. So, 2-1 für Blau. Aussage 4. Im Durchschnitt sind deutsche Gründer ca. 47 Jahre alt. Im Durchschnitt sind deutsche Gründer B. ca. 35. Team Rot sagt B. Die richtige Antwort ist B. Ihr macht's aber auch spannend. 2-2, das hatten wir doch eben gerade nochmal. Dann würde ich sagen, die entscheidende nächste Frage bzw. Aussage ist folgende. Der erste Angel-Investor für Apple war Mike Makula. Der erste Angel-Investor für Apple war Ronald Wayne. Wir sagen, Dankeschön, ich vergesse das Mikrofon immer. Wir sagen B. Geraten? Ja. Die Regie sagt, das ist falsch. Dann werden wir noch eine Antwort bzw. eine Aussage haben. Das ist jetzt die allerletzte. A. Berlin ist die Startup, das Startup Capital von Deutschland. München ist Startup Capital von Deutschland. B würde ich sagen. B würde ich sagen. Unsicherheit in Ihrer Stimme? Die Regie sagt. Natürlich macht es mir nicht leicht. Aber hey, eine haben wir noch. Eine haben wir noch. Uber-Fahrer können das Endziel des Kunden sehen. Wie Uber Eats gibt es auch Uber Kittens and Cat Sharing. So. Ich rate wieder und sag A. Schön, dass wir hier bei der Ratstunde sind. Und die richtige Antwort ist? Nein. Tja, es tut mir leid. Jetzt gibt jeder 30 Sekunden oder niemand 30 Sekunden? Niemand an der Stelle wahrscheinlich. Weil ihr habt, wir haben keine Frage mehr. Dementsprechend, es endete 2-2. Es gibt keinen Sieger. Dementsprechend kriegt keiner. 15-15 wird jetzt hier gedealt. Okay, wisst ihr was? Wir machen es anders. Nein, Quatsch. Ist das für, ja, komm, dann machen wir. Das finde ich eine sehr süße Idee. 15-15, das heißt, ihr habt 3 Minuten 45 Pitchzeit und ihr habt 3 Minuten 15 Pitchzeit. Guck mal, so fair geht das hier beim Gründen zu. Sehr gut, da sagt noch einer, das ist ein harter Wettbewerb. Danke an euch. Herzlichen Glückwunsch an beide Gewinne. Ihr habt es mitbekommen, ne? 15-15. Es wird fleißig weiter gearbeitet. Und ich brauche einmal den Dennis. Kannst du einmal noch? Denn, genau, nimm das Mikro. Ja, gerne. Denn, ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, es geht ja um den Gewinn von 2 Studienplätzen im Master Entrepreneurship. Du hast ganz kurz vorhin schon angedeutet, was so die Inhalte sind. Was ich jetzt ganz spannend finde, weil gut, ich habe jetzt nicht gegründet, aber ich habe mich selbstständig gemacht und ich habe auch Abi gemacht, ich habe an der Hochschule Fresenius einen Bachelor gemacht, ich habe einen Master gemacht. Also aus dir ist was geworden. Schön, danke. Ich lasse es einfach mal so stehen. Natürlich ist aus mir was geworden. Aber tatsächlich, was man lernt ja auch in der Schule viel, wo man jetzt vielleicht rückblickend sagen kann, ich brauche jetzt nicht alles tagtäglich. Und gerade jetzt in der Selbstständigkeit in den ersten Jahren sowas wie Steuererklärung, Umsatzsteuer, wirklich absolute Fremdsprache. Sind sowas Lehrinhalte, dass man sagt, ja, ihr bekommt halt genauso, ja, was ist das, so Spezialwissen, Expertenwissen? Ja, im Grunde genommen das Handwerkszeug, ja. Also alles, was du fürs Gründen brauchst, das haben wir, ich sag jetzt mal, so nach dem Espresso-Prinzip konzentriert, kurz, knapp und prägnant in das Studium gepackt. Und klar, also das ist von der Frage über, was ist die geeignete Rechtsformwahl, bis hin zu, wie baue ich ein attraktives Geschäftsmodell, mit dem ich auch Geld verdienen kann. Also alle Fragestellungen, die dich als Gründerin, als Gründer umtreiben, die wirst du beantwortet bekommen mit, und das ist das Besondere bei uns halt eben im Masterprogramm, eben nicht mit irgendwelchen, ich sage jetzt mal, Verbalerotikern, die aus der akademischen Welt das irgendwie sich mal angelesen haben, sondern mit wirklichen Leuten, die selbst gegründet haben. Mhm. Also auch ich als Studiengangleiter, ich bin nicht Fulltime-Prof, sondern ich bin nebenher Unternehmer. Mhm. Ja, und so haben wir viele Leute aus der Praxis, die eben hands-on den jungen Menschen einfach mit auf den Weg geben können, wie die Welt da draußen funktioniert. Mhm. Ja, und wie sie nicht funktioniert. Also beide Themen. Ja. Spannend. Was würdest du denn sagen, wenn man jetzt gerade vielleicht einen Bachelor macht oder gerade Abitur gemacht hat, wie auch immer, was ist denn so ein Impuls, dass man sagt, okay, ich möchte vielleicht gründen und
was sind so erste Schritte? Also man ist ja auch so ein bisschen überfordert. Ne? Man hat eine coole Idee und dann? Also das Wichtigste ist natürlich das persönliche Why, ne? Also das Warum. Warum will ich diesen Schritt in diese wirklich unkalkulierbare Zukunft überhaupt wagen? Also das heißt, was ist mein innerer Antrieb, meine Motivation? Denn damit wirst du später auch Investoren, wirst du Kunden, wirst du Mitarbeitende überzeugen können, gemeinsam mit dir diesen Weg zu gehen. Ne? Und natürlich reflektieren wir mit dir eben nicht nur Fachfragen in diesem Studium, sondern auch genau diese persönlichen Fragen arbeiten das glasklar für dich heraus. Ja? Und das ist, glaube ich, für mich so ein ganz wichtiger Punkt. Ja, weil letztendlich ist Gründen kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Und du wirst vermutlich auch viele Umwege gehen müssen. Und wenn für dich die innere Motivation nicht klar ist und das Warum nicht klar ist, dann wird es halt schwierig, das durchzuhalten. Also das wäre für mich so ein wichtiger Punkt. Die Frage musst du für dich beantworten. Ja. Okay. Und bekommt man da zum Beispiel beim Master Hilfe, so eine Frage zu beantworten? Ja. Oder also würdest du schon sagen, man sollte den Master machen, wenn man das Gefühl hat, ich habe Bock auf Gründung? Oder geht's, also muss man als Master-Absolvent beim Entrepreneurship jetzt nicht zwangsläufig gründen? Nee, musst du nicht. Also, weil ich glaube, das Denken viele, ja, würde ich jetzt mal sagen. Also das Spannende ist, wir haben auch Beispiele bei uns im Studium, die während dem Studium erst ihre Idee mit uns gemeinsam, wir haben beispielsweise im ersten Semester das Startup Bootcamp. Ja. Startup Bootcamp heißt, du arbeitest eine Woche konzentriert mit einem Mentor an potenziellen Ideen und formst daraus ein erstes Geschäftsmodell. Und wir haben beispielsweise zwei junge Studentinnen, die erst im Startup Bootcamp auf ihre Gründungsidee gekommen sind. Das ist der erste Punkt. Das heißt, du musst noch nicht konkret gegründet haben oder sofort sagen, ich will gründen, sondern du hast natürlich, dir steht die Welt danach auch offen. Ja, also das heißt, in diesem Studiengang kannst du danach für Venture Capital Firmen arbeiten. Du kannst auch viele Corporates im Bereich Innovation, Neuproduktentwicklung brauchen Menschen, die als Unternehmer im Unternehmen wirken. Das heißt, wir haben noch eine zweite Gruppe, nämlich die Business Developer, die später als Produktmanager auch das Neue in die Welt bringen müssen. Die brauchen die gleichen Fähigkeiten. Also das heißt, es muss nicht der Weg zwangsläufig immer sofort in die Gründung gehen, aber meistens ist es halt schon so, dass die Leute halt angefixt werden. Die haben dann Bock drauf, diesen alternativen Weg zu gehen, weil sie eben auch viele Persönlichkeiten in diesem Studiengang begegnen, die diesen Weg gegangen sind, und das macht dann einfach Spaß. Ja. Ja, okay. Aber es ist nicht zwingend notwendig. Ja, genau, weil ich glaube, dass, also ich finde, man kann es verstehen, ne, wenn man sagt, naja, okay, der Master macht jetzt nur Sinn, wenn ich wirklich vielleicht schon eine konkrete Idee habe, wenn ich unbedingt gründen will. Genau, aber das muss nicht zwangsläufig der Fall sein. Cool. Vielleicht jetzt nochmal so als Abschluss, weil jetzt wahrscheinlich möglicherweise viele Studierende zuschauen. Was würdest du denn sagen, was braucht man denn für Skills? Du hast es jetzt schon angedeutet, als perfekter Student, Studentin in dem Master Entrepreneur. Also gut, bei uns ist es im Master eben so, dass wir ja sehr, sehr viele Praxis-Challenges haben. Wir haben sehr viele Menschen mit konkreten Ideen und Projekten, die natürlich dann einem gegenüberstehen. Das heißt, wir brauchen motivierende Menschen, die auch richtig sagen, okay, ich habe den inneren Antrieb, den Drive. Das ist schon mal ganz wichtig, was ich mitbringen muss. Natürlich so, wir sagen immer so, das Grundlagen-BWL-Wissen, das sollte man natürlich auch schon haben, weil wir fangen jetzt nicht mehr wirklich im Klein-Klein an, im Einmal-Eins, sondern die Grundlagen sollten schon gelegt sein. Alles andere bekommst du ein Rüstzeug mit. Also das Wichtigste ist halt wirklich deine Motivation. Okay, perfekt. Sehr gut, vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Ihr müsst auch so langsam, liebe Teams, Richtung Finale kommen. Ich weiß nicht, wie sieht's aus? Seid ihr, ihr habt jetzt noch so einen Mini-Talk mit der Jury und dann würde ich langsam von 10 runterzählen. Also wir kommen so langsam Richtung Finale. Tatsächlich an der Stelle, ich habe es ja euch auch noch gesagt, also erstens, denkt bitte dran an das, ihr auch eine Stimme habt, also ihr könnt immer noch voten und denkt dran, im Falle von 2-2 zählt eure Stimme doppelt, also es kann über Sieg oder Niederlage entscheiden. Und wir haben ja noch ein Gewinnspiel offen, es geht um eine Apple Watch. Und ich sag mal so, die Frage ist eigentlich nicht schwer, jetzt vielleicht ein bisschen kniffliger. Wer hat die zweite Challenge gewonnen? Wer hat die zweite Challenge gewonnen? War es Team Rot oder Team Blau oder gibt es vielleicht eine andere Antwort? Die da mitten in der Mitte liegt, bitte einfach an den Hochschul-Fresenius-Account, an den Instagram-Account eine Direktnachricht schicken. HS Fresenius Campus heißt der Account. Also, welches Team hat die zweite Challenge gewonnen? War es Team Rot, war es Team Blau oder war es vielleicht ein anderes Wort mit U beginnend? Weil ja beide sich etwas geteilt haben.
So, mehr kann ich nicht sagen. Und die Antwort Remi ist falsch. Als letzter Hinweis. Bitte eine Direktnachricht an den Insta-Account HS Frisinus Campus. So, ich mache nochmal so einen Mini-Talk mit der Jury und dann müsst ihr euch langsam so Richtung Finalstimmung. So, Michael ist auch wieder da. Perfekt. Ja, jetzt hast du was mitbekommen? Oder kriegt man so gar nichts mit, was hier bearbeitet ist, wurde? Ja, es ist schwierig. Die tun schon so ziemlich heimlich. Und dadurch, dass die sich ja auch sehr eng gegenüberstehen, hat man das Gefühl, die versuchen da schon so ihr Gebiet abzugrenzen und keinem in der anderen Gruppe einen Vorteil zu geben. Aber ich finde es total spannend, die beiden Visualizer aus den Teams, die sind auf jeden Fall fleißig am Skribbeln. Ja. Ich habe auch schon immer ein bisschen drauf geguckt, das sah schon sehr, also sie wissen schon, was sie machen. Das heißt, sie machen es nicht zum ersten Mal. Hier wird schon, hast du schon Handschmerzen? Okay, vielleicht Alex, du bist ja leider nur so nicht ganz nah dran, du kriegst das nur so halb mit. Ich kann dir sagen, es wurde hier wirklich fleißig gearbeitet. Hast du eine Vorstellung, was erwartet dich jetzt bei den zwei Pitches? Eine haben wir ja, jetzt muss ich mich konzentrieren, Team Rot 3 Minuten 45, Team Blau 3:15. Mit was rechnest du? Ich weiß, das ist irgendwie eine doofe Frage. Wie so ein Toni Kroos wäre jetzt richtig sauer. Ich würde sagen, du hattest 60 Minuten Zeit, dir eine richtige Frage zu überlegen. Aber ich finde es wirklich mal spannend. Hast du irgendeine Erwartungshaltung? Naja, ich gebe dir ein bisschen Hintergrund. Und zwar einerseits habe ich mir eben die Teams angeschaut, so gut ich es natürlich konnte. Also. Das ist auch so das. Ah, da ist er wieder. Hallo? Hörst du uns? Jetzt aber. Ja, also du bist wieder bei uns da. Optisch wie Audio. Ihr wart kurz weg. Okay, ja, das, natürlich so okay, zum Finale, wenn es spannend wird. Genau. Ich habe mir die Teams angeschaut. Also ich finde die Dynamik ganz wichtig, wobei ich natürlich nur begrenzt hier was sehen konnte. Das Zweite ist, ich arbeite tatsächlich als Brand Ambassador für eine VR-Firma. Und da geht es um Virtual Reality für Kunst. Also bisschen genau die Brücke. Was habe ich für Erwartungen? Also ich bin da ganz offen und ich bin ganz gespannt, wie die Teams sich schlagen. Von dem her, ich kann nur so ein bisschen vom Kontext erzählen, aber ich bin wirklich sehr gespannt. Ich habe mich jetzt zurückgelehnt und jetzt freue ich mich richtig auf die Präsentation. Okay, danke dir, ich bin gespannt. Micha, noch eine letzte Frage an dich. Macht man sich im Vorhinein Gedanken so über Kriterien oder wie würdest du das jetzt bewerten? Ich finde Bewertung sehr oft ein sehr schwieriges Konzept, weil wer bin ich, dass ich jetzt quasi über Studierende, die sich 60 Minuten hier wirklich engagiert haben, quasi die Bewertung abgebe. Und am Ende ist es ja aus meiner Sicht vor allem so eine intuitive Entscheidung. Also bei mir, ich glaube auch wirklich daran, dass intuitive Entscheidungen, das ist ja auch, glaube ich, auch wissenschaftlich bewiesen, die besten Entscheidungen sind. Deswegen lasse ich mich da auch komplett offen überzeugen einfach. Und am Ende muss ich ja nur sagen, würde ich es kaufen, würde ich es investieren, wenn ich einen Investor, hätte ich Kohle, würde ich es da reingeben oder nicht? Oder würde ich als Kundin das konsumieren, die App, die sie bauen oder das Virtual Reality, überzeugt mich das und haben die Leute beim Vortrag dann vielleicht auch diese Überzeugungskraft, die es braucht, um es auf die Straße, weil sie pitchen ab jetzt, wenn sie es gründen, dann jeden Tag ununterbrochen. Mhm. Das ist ja so ein bisschen das, was du gerade noch oben gesagt hast, ne? Wie bleibt man beim Pitch in Erinnerung? Geht es dann nur um irgendwelche Zahlen? Wohl kaum, sondern eher... Ich glaube, die Zahlen kommen immer danach, wenn das Family Office kommt, ne? Und einfach die KPIs sich wirklich anschaut und so weiter. Aber bis du dorthin kommst, sind schon sehr viele rausgeflogen und rausgesiebt. Ja. Mhm. Okay. Deswegen muss beides stimmen. Okay, perfekt. Ich weiß aber, die haben, glaube ich, stilles Wasser getrunken. Das kann ich dir schon mal verraten. Ja. Das heißt, die Taktik von oben geht schon mal nicht auf. Bei uns heißt es leise, kleinlaut und laut. Okay, also laut haben sie nicht getrunken. So, ich check das einmal, weil wir nähern uns dem großen Finale. Ist das richtig? Ja, wir pitchen nämlich jetzt. Es geht zum großen Pitch. Ich zähle jetzt einfach gleich mal runter, damit wir es so ganz offiziell haben. Hier werden schon irgendwelche Zettel sortiert. Also, die Bearbeitungszeit ist quasi beendet in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,5.
1, 0,75, 0,5 und fertig. Hey, das war ja eine Punkt. Das zählt nicht. Sehr gut. Kann eh keiner lesen. So, ihr habt schon Applaus bekommen. Also, jetzt wird's offiziell. Die Pitches werden jetzt starten. Jetzt würde ich mal sagen, wir machen das, weil das eben gerade so gut geklappt hat. Einfach nochmal, wer fängt an? Es gibt wieder, neben dem Kitchen-Duell, haben wir auch ein Schnick-Schnack-Schnuck-Duell. Und der Gewinner von euch beiden darf sich aussuchen, wer anfängt. Ich weiß jetzt nicht, das sollt ihr entscheiden. Könnt ihr euch vielleicht jetzt noch gleich absprechen? Wir brauchen einmal Schnick-Schnack-Schnuck. Denkt dran, es zählt kein, sondern nur Stein, Schere und Papier. Komm einmal hier zur Mitte. Es geht darum... Ja, ihr macht das wieder. Natürlich. Okay, Schnick, Schnack, Schnuck. Bei drei. Eins, zwei, drei. Schnick, Schnack, Schnuck. Schnick, Schnack, Schnuck. Ah. Schnack, Schnuck. Yes! Psychologische Kriegsführung hier, meine Damen und Herren. Jetzt dürft ihr entscheiden, wollt ihr anfangen oder wollt ihr Vortritt lassen? Wir fangen an. Wow, das war nicht ganz abgesprochen, habe ich das Gefühl. Und auch hier nochmal wichtig, liebes Publikum, ihr seid Teil der Jury, die Jury hört zu. Sie haben die Ohren gespitzt. Ihr habt 3 Minuten und 45 Sekunden Zeit. Ihr habt 3 Minuten und 15 Sekunden Zeit. Seid ihr bereit? Ja. Dann würde ich sagen, so, ich buzzer und ihr fangt an und eure Uhrzeit kriegt ihr da eingeblendet. Ihr seht es digital, ne, damit ihr euch so ein bisschen orientieren könnt, da oder da. Seht ihr die Zeit. Euer Pitch von Team Rosa, Team Rot, beginnt jetzt. Ja, hallo zusammen, mein Name ist Emil und zusammen mit der Marleen haben wir Fintube ins Leben gerufen. Fintube ist das 3D-Kino für die Anlagestrategie, für deine Anlagestrategie. Genau, ich möchte euch gerne Ben vorstellen. Ben ist 35, Unternehmensberater und möchte so langsam gerne mal das bisschen Geld, was er über hat, anlegen. Er kommt aus der Gen Y und interessiert sich deswegen auch für Nachhaltigkeit, beziehungsweise ist ihm einfach sehr wichtig, das Thema. Das Problem ist bisher, dass man einfach nicht wirklich weiß, worin man investieren soll und man deswegen auch irgendwie ein schlechtes Gewissen hat, wenn man investiert, weil man es eben einfach nicht weiß. Dadurch fehlt Vertrauen. Bisher sind die Sachen sehr unpersönlich, man investiert sehr, sehr viel Zeit und irgendwie ist es alles wenig emotional. Ja, die Lösung zu dem Ganzen ist, dass wir Anlageoptionen greifbar machen, indem wir den lieben Ben auf eine virtuelle Reise mitnehmen und auf dieser Reise hat er eine App, die ähnlich aufgebaut ist wie Netflix, wo er in einer Videobibliothek seine ganzen Anlageoptionen aussuchen kann und kann dann da reinschauen und kriegt alle Informationen, die er braucht. Genau. Wie machen wir das? Wir gehen in die Unternehmen, wir sind eine Art Filmagentur und drehen innovative Videos für die Unternehmen, die nachher in unserer Videobibliothek landen und man sie sich dann einfach nach Kategorie auswählen kann, ähnlich wie bei Netflix. Genau. Wo machen wir weiter? Ich mache weiter. Wir verdienen damit Geld, indem uns die Unternehmen eine monatliche Gebühr dafür zahlen, dass sie eben in unserer App stattfinden. Und wir verdienen natürlich auch damit Geld, dass wir die Filme drehen und die Unternehmen uns dafür bezahlen. Jetzt haben wir noch 2 Minuten Zeit. Ah, ihr seid schon durch? Wow. Also, dann auch nicht länger. Ja. Ich sage nochmal was zum Schluss. Das funktioniert, weil die Zielgruppe einfach immer größer wird dafür und alternative Anlagemethoden einfach wichtig sind. Und ja, genau. Investiert jetzt. Vielleicht mal einen Riesenapplaus. Auch an die Grafik. Respekt. Sehr gut. Wollt ihr nochmal ganz kurz, behaltet nochmal das Mikro. Erstmal, welche Branche hattet ihr nochmal für die Zuschauer zu Hause, für die Investoren? Finanzen und den Trend. Genau. Virtual Reality. Genau. VR. Kann ich mal sprechen. Also es geht Branche, Finanzen, Trend, VR. App wurde berücksichtigt offensichtlich. Happy? Ja, ging irgendwie sehr schnell auf einmal um so. Keine Ahnung. Aber gut, ihr hattet auch noch 2 Minuten. Also ja. Ihr hättet noch Zeit gehabt, aber wir hatten es ja schon mal kurz Qualität, ne? Nicht Quantität. Wer braucht schon 3,45, wenn du es in 1,45 schaffst? Sehr gut. Nochmal Applaus für Team Rot. Geile Challenge. Stark, dass ihr mitgemacht habt oder mitmacht.
Und jetzt Mikro an euch beide. Team Blau, Branche, interessant war Kunst. Der Kunstmarkt Kunst, ja. Und der Trend? Sprachgesteuerte Technologien. Also Kunst, sprachgesteuerte Technologie. Und eure Zeit läuft in 3, 2, 1. Hi, wir sind Alina und Sarina von Drawbin und wir möchten heute Probleme aus dem digitalen Zeitalter von Eltern ansprechen. Ihr kennt das vielleicht, eure Kinder, auch in jungen Jahren, wollen immer schon ans Handy, ans Smartphone, verlieren dadurch wichtige motorische Fähigkeiten, können vielleicht noch nicht mal einen Stift richtig halten oder ihre Haltung und ihre Sitze, ihr Sitz ist noch zu überarbeiten und vor allen Dingen Kreativität geht verloren. Wir möchten euer Kind stärken und auf diese Probleme ansprechen. Hierzu haben wir eine App entwickelt, die wir euch jetzt gerne einmal kurz vorstellen möchten. Das ist eine sprachgesteuerte Mal-App für Kinder. Das heißt, die Kinder erlernen sprachgesteuert die motorischen Fähigkeiten und ihre Kreativität. Und wir sind Drawbin und wollen euch ganz kurz zeigen, wie unser Prozess dann ungefähr ausschaut für das Kind. Das ist Alex, das ist das Kind. Hallo Alex, willkommen bei uns. Welche Welt wollen wir denn heute gemeinsam entdecken? Wollen wir einen Spaziergang machen? Hast du Lust, mit dem Auto durch die Stadt zu düsen? Oder willst du die Unterwasserwelt entdecken? Hey Drawbin, ich möchte heute in die Natur gehen. Okay, super. Dann nimm unseren Malstift und ich zeige dir, wie du ihn richtig hältst. Alles klar, das mache ich. Prima, dann malen wir ein Blatt. Welche Farbe hat denn ein Blatt? Ein Blatt ist grün. Genau, richtig. Ein Blatt ist grün. Und wir malen jetzt gemeinsam ein Blatt. So fängt Alex an, gemeinsam mit Drawbin ein Blatt zu malen. Und aus dem gemalten Blatt von Alex kann Drawbin dann ganz eigenständig einen ganzen Wald erstellen. Also je nachdem, wie viel Zeit unser Alex mit sich bringt, kann Alex einen ganzen Wald machen und Drawbin vermittelt interaktiv Wissen über diesen Wald. Zum Beispiel erklärt Drawbin, dass ein Uhu auf dem Baum sitzt und dann fragt er unser Kind Alex, wie macht denn der Uhu? Uhu. Macht der Uhu. Kuckuck. Oder Kuckuck. Und so können Kinder eben durch unsere sprachgesteuerte Technologie in unserer App zum einen Wissen über die Wälder oder unsere verschiedenen Welten gewinnen und zum anderen erhalten sie viel Wissen über die Haltung, die motorischen Fähigkeiten, wie halte ich einen Stift, wie mische ich Farben, was sind Farben? Unsere Zielgruppe sind da vor allen Dingen die Anwender, das sind Kinder von 3 bis 10 Jahren, also von der Kita bis zur 4. Klasse. Und unsere Käufer sind natürlich die Eltern, aber auch Kindertagesstätten und der Hort. Unser Geschäftsmodell. Unsere App ist kostenfrei im App Store erhältlich. Das ist eine Freemium-Version. Aber es gibt auch ein Abo-Modell für die Eltern für 7,99 € im Monat, wo alle Themenwelten inkludiert sind. Ebenfalls sind In-App-Käufe möglich. Genau, und den In-App-Käufen können nämlich digital gemalte Bilder direkt per Postkarte an Familie und Freunde verschickt werden und Bilder können gegen eine Gebühr ausgedruckt werden. Weil wir Kreativität und motorische Fähigkeit von Kindern fördern, sollte Drawbin in allen Tablets installiert sein. Das war eine Punktlandung. Wow. Sehr gut. Also 2 Pitches gehört. Ich möchte jetzt nicht unbedingt in der Haut von Nina, Alex und Micha stecken, weil schwer. Also weil gut. Schwer, weil gut. Auch vielleicht nochmal einen Applaus an dich als Visualizer, der das doch sehr geil hinbekommen hat. Oder beide. Challenges sind quasi, die Pitches sind absolviert. Happy? Oder ist jetzt immer so, hätte ich noch das gesagt? Also wir hatten ein bisschen Zeitstress, würde ich sagen. Wir hätten noch stundenlang weiterreden können. Aber ja, hättet Spaß ihr mal eine gemacht. Challenge gewonnen noch? Wir haben uns größte Mühe gegeben. Ja, es tut mir leid. Ihr habt das super gemacht, wirklich. Und es war eine Punktlandung. Sehr gut. So, liebes Publikum, auch ihr denkt bitte ans Voten. Also, jetzt beginnt die spannende Phase. Das heißt, ihr macht euch wahrscheinlich Gedanken in irgendeiner Form noch.
ihr votet fleißig draußen und denkt bitte nochmal dran, dass wir das Gewinnspiel haben für euch. Also die Frage war, welches Team hat die zweite Challenge gewonnen? Team Rot, Team Blau oder ist vielleicht was anderes passiert, wenn sich wenn es quasi kein Siegerteam gibt, das längere Wort mit U. Naja, gut, so viel dazu. Schickt's bitte an die eine DM an den Insta-Kanal der HS Fresenius Campus. So heißt der Insta-Account. Und jetzt, ihr Lieben, machen wir, ihr habt noch ein bisschen Zeit, ihr habt auch noch ein bisschen Zeit. Wir gehen einmal noch hoch zu unserer fantastischen Künstlerin des heutigen Abends, Shari Litt. Ich möchte auch noch pitchen. Ich habe gerade doch noch, ist mir was eingefallen und das pitche ich jetzt. Musikalisch auch, aber das ziehen wir durch. Es kann auch gewotet werden. Und zwar ist mein Pitch, ist es vielleicht nicht unbedingt was für, ist es nicht das nächste TikTok, aber vielleicht hat Ralf Dümmel noch ein bisschen Platz auf dem Grabbeltisch, dann könnte das was sein. Und zwar ich hatte letztens Corona und danach hatte ich so Atemprobleme und Atembeschwerden und dann bin ich, um das ein bisschen zu, wieder hinzukriegen mit der Atmung, bin ich auf Meditation gekommen. Habe ich mir so Apps runtergeladen. Ich weiß nicht, ob ihr so Meditations-Apps kennt. Und ich glaube, da ist noch so Verbesserungsbedarf. Da ist auf jeden Fall ist da noch was möglich. Weil ich hatte so eine App mal runtergeladen. Ich muss jetzt ein bisschen reden, das ist mein Pitch. Ich habe 3 Minuten oder so. Ich habe eine App runtergeladen, das war so Traumreisen. So Einschlafen am Waldesrand war das. Und das war eigentlich ganz schön. Ich habe mich dann abends so hingelegt und habe diese App angemacht. So, das ging dann so los mit so einer Panflötenmusik oder so. Ein bisschen wie man so aus der Fußgängerzone kennt. Ich habe so direkt 2 Euro an den Schrank geworfen. Und dann kam diese Frau und hat diese Traumreise erzählt. Und die ging in etwa so. Also es kam so Atemübungen erstmal, so, aber die eigentlich mehr anhalten üben waren. Das war mehr so einatmen, halten, 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 ausatmen. Das war schon ziemlich anstrengend, weil ich wollte ja meditieren lernen und nicht tauchen. Und diese Traumreise ging dann, diese Frau mit der sanften Stimme hat mir dann erzählt, stell dir vor, du liegst fernab der Zivilisation am Waldesrand und du siehst hinten am Horizont die letzten Strahlen der Sonne verschwinden. Ein Reh lugt aus dem Dickicht hervor, ein Häschen hoppelt vorbei. Ist das nicht entspannt? Fand ich nicht, muss ich sagen. Fand ich nicht, weil ich denke mir, wer liegt denn nachts am Arsch der Welt, bitte schön irgendwo im Gebüsch und lässt sich von den Tieren des Waldes beschnuppern? Sind das Leute, die entspannen wollen oder Leute, wo andere zu faul zum Buddeln waren? Und deswegen habe ich meine neue eigene App, Meditations-App, erfunden. Mit einer Meditation für Großstädter und für das Bildungsbürgertum, das euch an einen Ort versetzt, an dem ihr euch wirklich, wirklich wohlfühlt und entspannen könnt. Das heißt, einkaufen im Biomarkt. Guten Abend. Es ist spät. Wir setzen uns jetzt hin, legen das Handy weg. Und die Tür öffnet sich. Fairtrade Bananen. Regionale Äpfel. Viel zu kleine Avocados, mundgeblasene Tomaten aus der Region, Milch aus Soja, Milch aus Hafer, Milch aus Reis, Milch aus allem, außer aus der Kuh und dazu Datteln, Dattelsaft, Datteltee, Dattelkaffee, Dattelmilch. Dattelfleischersatz aus Fairtrade-Bananen. Erbsenprotein aus Dattelfleischersatz mit Sonnenblumenhack. Im Regal stehen Soja und Tofu. Seite an Seite an Seite an Seite an Seite an. Deswegen Seitan ist auch ein Ersatzprodukt. Das müsst ihr hier wissen einfach. Alles leuchtet heller hier, alles schmeckt viel besser. Unser Fleisch, das schlachten wir mit rosarotem Messer.
Wer heute noch bei Aldi kauft, verachtet doch das Leben. Halb Biomarkt, halb Ablassbrief, all deine Sünden sind vergeben. Und das ist toll und dafür sollst du dich feiern. Deswegen packst du den Sekt ein. Gönn dir was, pack den Sekt ein. Okay. Entschuldigung, ist der Sekt hier auch Bio? Nein, aber Natur. Deine Ware auf dem Band. Deine Verkäuferin auf Mindestlohn. Das ist auch ein politischer Song. Sie nennt dir die Summe deiner Einkäufe. Oha! Finanzielle Notlage an der Kasse vom Biomarkt. Geld soll keine Rolle spielen, hat man mir doch gesagt. Plünder jetzt dein Sparbuch, denn sonst wird das heißen, eine bessere Welt kannst du dir einfach nicht leisten. Du siehst keinen Ausweg mehr, du siehst keinen Ausweg mehr, du siehst keinen Ausweg mehr, du siehst nur noch einen Ausweg, du siehst nur noch einen Ausgang. Und du rennst und du rennst und du rennst und du rennst und du lässt alles hinter dir, den Biomarkt und die gottverdammte Stadt. Und du rennst 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 und du rennst, bis du den Rand des Waldes erreicht hast. Ist mega schön hier am Waldesrand. Ein Reh lugt aus dem Dickicht hervor. Ein Häschen hoppelt vorbei. Du bist endlich angekommen. Und du legst dich ins Glas, guckst du tief ins Glas, legst dich ins Gras und öffnest die Augen. Dankeschön, ich brauche 100.000 Euro, einfach so. So, danke nochmal an Shari Littweg. An der Stelle auch nochmal einen Riesenapplaus aus dem Studio zu dir, Shari. Und für alle anderen, checkt sie bei Insta aus. Sie ist sehr witzig, habt ihr es gerade gesehen, live auf der Bühne. Sie hat eine eigene Show, die heißt Holz und Kartoffel. Im Liebefeld in Köln-Ehrenfeld. Also an alle Kölner oder Umgebung, checkt das mal, das ist sehr witzig. Shari Litt, nicht nur vor einem großen Greenscreen witzig, sondern auch live auf der Bühne. So. Aber jetzt, ihr Lieben, da hinten, es wird ernst. Team Rot hat gepitcht, Team Blau hat gepitcht. Es wird spannend und ich würde sagen, nicht lang schnacken. Es geht direkt los mit der Jurybewertung. Micha, magst du anfangen? Ich fand den Namen FinTube super, bleibt hängen. Name ist voll wichtig, habe ich bei Viva Con Aqua gelernt. Versteht jeder, FinTube, super Name. Ich finde das Konzept voll gut. Ich fand die Präsentation nicht ganz so stark, weil ihr nicht freigeredet habt, sondern sehr viel am Screen wart. Also ihr habt mich nicht so richtig bekommen. Trotzdem finde ich es krass, was ihr innerhalb von einer Stunde entwickelt habt an Business Case. Und ich glaube, wenn man da dran bleibt, kann das auch wirklich was werden. Also es ist jetzt nicht irgendwie eine Schnapsidee einfach nur, sondern hat einen Case. Ich finde den Namen schwach. Muss ich sagen, der bleibt nicht hängen. Also wenn du Tony Box hast, Tony kann jedes Kind aussprechen, also aus der Kinderperspektive gedacht. Aber das Konzept, also die Präsentation war eine Eins, gerade der Dialog irgendwie, Alex, ich habe voll gemerkt, du bist das kleine vierjährige Kind, du fühlst es. So, ich fand die witzig, die so, und ich finde den Anwendungscase super, auch bis hin zu In-App-Käufen. Also was mich wirklich überrascht hat, dass man in einer Stunde ein sehr solides Business-Konzept kreieren kann und dadurch, dass ich auch zweifacher Vater bin, sorry, Finanzen interessiert mich nicht so, ich bin festangestellt, privilegiert deswegen und habe kein Geld, also von daher geht mein Punkt ganz klar an Jorbin. Allerdings würde ich euch wirklich raten, einen besseren Namen zu finden, werdet ihr schaffen, den Kinder aussprechen können und der trotzdem klar zeigt, was ihr macht, weil da sehe ich noch eine Schwachstelle, aber sonst sprüht ihr vor Energie und ich glaubt euch das auf jeden Fall, dass das in 3 Monaten fertig ist, das Produkt, und ihr dann an den Markt gehen könnt. Ja. Sehr gut. Danke dir für die Bewertung.
Das heißt 1-0 für Blau. Das heißt aber wiederum noch gar nicht, dass ihr in irgendeiner Form, also Team Rot, in irgendeiner Form enttäuscht oder Angst haben müsst. Denn wir haben insgesamt noch zwei Juroren, eine Jurorin und wir haben noch das Publikum. Dementsprechend alles offen. Magst du weitermachen? Ich bin gespannt. Ja, sehr gerne. Erstmal herzlichen Glückwunsch an euch alle acht. Ihr habt echt einen super Job gemacht und ich bin total beeindruckt, was ihr an Ideen entwickelt habt in dieser einen Stunde oder in den zwei Stunden waren es ja bisschen fast, weniger, fast genau. Ja, ich habe teilweise die gleiche Meinung wie mein Kollege gerade. Tatsächlich ist es aber auch so, dass das blaue Team mich mehr überzeugt hat. Eure Präsentation war sehr stark. Man hatte das Gefühl, ihr brennt richtig für eure Idee. Man hat ehrlich gesagt das Gefühl gehabt, dass ihr schon etwas länger an der Thematik arbeitet. Also ihr habt wirklich den Eindruck gemacht, als wärt ihr total da drin. Also ich kann dich beruhigen, ich war bei der Ziehung live dabei. Also ich wüsste nicht, wie die das gemacht hätten. Aber ich muss dazu auch sagen, also mich haben ehrlich gesagt beide Ideen gecatcht. Ich würde beide Produkte nutzen oder zumindest ausprobieren, weil ich glaube, das, was das rote Team geschafft hat, wirklich dieses dröge Finanzthema, wo jeder sich ja so ein bisschen scheut, mit auseinanderzusetzen, irgendwie snackable und entertaining zu gestalten. Ich fand so ein bisschen die Monetarisierungsansätze dahinter schwach. Das war bei dem anderen Team viel stärker und da spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Ich habe auch einen kleinen Sohn und ich weiß, dass Eltern für das Entertainment ihrer Kinder und die Entwicklung ihrer Kinder bereit sind, unheimlich viel Geld auszugeben. Von daher, wie gesagt, glaube ich, dass das blaue Team ein Stückchen stärker war und würde meine Stimme dem blauen Team geben, obwohl ich überzeugt bin, dass ihr alle vier den Gewinn verdient hättet. Danke dir. So, dann steht es 2-0 für Blau. Und ich will jetzt dem Alex keinen Druck machen. aber du hast jetzt nicht ganz unwichtige Rolle gerade. Es tut mir leid. Das schicken wir jetzt einfach mal nach Berlin. Den schwarzen Peter. Nein, natürlich nicht. Ich fühl mich. Jetzt sind wir sehr gespannt hier im Studio. Alex, deine Bewertung bitte. Ich fühle mich sehr unter Druck. Nein, ich fange auch mit Team Rot an, und zwar Marlene und Emil. Also, ich fand, ihr habt euch sehr gut geschlagen. Ich fand sehr cool, dass ihr effektiv mit der Zeit umgegangen seid. Ich finde gleichzeitig, ihr hättet die Zeit natürlich auch besser nutzen können. Das ist auch ein Indikator für Ressourcennutzung. Also, kleiner Tipp sozusagen für die Zukunft. Ich finde es aber stark, dass ihr in so kurzer Zeit so überzeugend gepitcht habt. Also das ist schon echt zwei Seiten der gleichen Medaille. Und ich wurde abgeholt vom Konzept. Ich mag es lernen, digital zu lernen. Ich fand das visuell auch schön, wie man so eine Art Kuppel als Screen gesehen hat. Das war wirklich gut visualisiert. Gleichzeitig an dem Punkt hat mir ein bisschen gefehlt zu verstehen, warum braucht es da VR zu? Warum braucht es virtuelle Realität zu? Ihr habt das Beispiel Netflix genutzt, wenn ich mich richtig erinnere. Und da stellt sich die Frage, was ist jetzt der Vorteil von VR? Wo ist die Immersion? Wo ist der Nutzen, dass zum Beispiel eure die mit denen ihr den Content produziert, da eben die Lebendigkeit, die Fühlbarkeit, die Differenzierung zu einem grauen Produkt sozusagen herbringen? Das wäre für mich noch auf jeden Fall ein Zusatz gewesen. Das hätte mich noch mehr überzeugt. Und da auch noch ein Tipp, das ist das Gleiche, was die Nina gesagt hat, und zwar alles Finanzielle. Das habe ich nicht klar umreißen können. Wie schaut das aus? Ich weiß, dass VR-Produktion extrem teuer ist. Das muss sich irgendwie amortisieren, beziehungsweise muss natürlich abgedeckt sein. Das wollte ich euch mitgeben. Ich finde, ihr habt euch wirklich stark geschlagen. Jetzt zu Team Blau, Sarina und Alina. Ich habe keine Kinder, muss ich dazu sagen. Ich fand, dass ihr euch trotzdem, also als Onkel kann ich vielleicht ein bisschen mich in das Thema begeben. Ich fand, dass ihr mich auch abgeholt habt beim Thema, wie ihr es gemacht habt, wie ihr miteinander kommuniziert habt, wie ihr dieses Roleplay geschafft habt. Ich wurde von den finanziellen Daten ein bisschen mehr abgeholt, weil ich mir gedacht habe, okay, wie lohnt sich das? Was ist so ein ganz grober Ballpark, also so eine grobe Summe an, was so eine App kosten könnte?
Und ihr habt das dann über die 799 beziehungsweise über das Freemium-Modell, wo man sich ein ganz kleines bisschen damit auskennt. Ich konnte dadurch so eine kleine Rechnung anstellen. Da der Tipp, noch besser wäre es natürlich gewesen, wenn ihr das runterbrechen hättet können. Zumindest als grobe Einschätzung, ja, um dann eben zu sagen, das ist der Business Case. Trotzdem fand ich es hier ein kleines bisschen stärker in den Financial Data. Und einen starken Punkt, den ich auf jeden Fall nicht außer Acht lassen kann, ich finde, ihr habt ganz stark harmonisiert von Anfang an. Und man hat irgendwie da das Gefühl, dass das von der Team-Dynamik überhaupt keine Frage ist. Das ist natürlich nur ein erster Eindruck, aber das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Und diese Harmonie ist, ist schlussendlich auch wichtig, wenn man guckt, man investiert ins Team genauso wie in die Idee. Meine Entscheidung geht also auch an Team Blau. Und trotzdem natürlich guter Start für Team Rot und Gratulation für Team Blau. Sehr gut. Alex, vielen Dank. Vielen Dank nach Berlin. Da muss man vielleicht an der Stelle sogar noch sagen, weil Alex auch die Harmonie zwischen den beiden angesprochen hat. Die Teams kannten sich vorher nicht, weil das wird ja auch oft gefragt. Ne? Sind das, bewirbt man sich hier als Zweierteam direkt, was grundsätzlich möglich wäre? Aber nein, es haben sich die vier Studierenden hier einzeln beworben und wurden dann quasi zusammengewürfelt. Und ich glaube, wir wissen selbst, wenn man... Ich meine, es gibt auch Kollegen, mit denen arbeitet man 5 Jahre zusammen, aber man harmoniert nicht ganz so, sage ich mal. Ne? Man ist nicht ganz so auf einer Wellenlänge. Wenn man sich hier aber irgendwie eine Stunde vor Showbeginn kennenlernt, um dann in weniger als einer Stunde oder eine Stunde einen Pitch kreiert, ist das, glaube ich, noch mal eine krassere Leistung. Für beide Teams geltend, jetzt an der Stelle. So, das gibt einfach nochmal von mir einen Applaus. dementsprechend... bin ich nicht verschollen. Der Weg ist auch gar nicht so weit. Aber es gibt ja noch eine offene Stimme. Jetzt ist sie natürlich bei einem Zwischenstand von 3-0. Also relativ unwichtig. Aber hey, ihr zu Hause habt ja mitgemacht. Und es ist tatsächlich, ja, wie bringe ich es euch jetzt schon bei? Es ist, ja, es tut mir so leid. Ich würde so gern, es ist Team Blau. hat das Publikum... hat auch da die Publikumsstimme bekommen. Das heißt, es steht 4-0. Ja, trotzdem wirklich ein Riesenapplaus, wirklich nochmal. Vielleicht für beide Teams, jetzt unabhängig von Sieg oder Niederlage oder was auch immer. Denn ihr habt das mega gemacht. Komm, dann schmeiß ich auch mal alles weg, wirklich. Danke, dass ihr dabei wart. Und wir haben als letzten Part noch einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Und zwar über unser Gewinnspiel über Insta. Ist das meine Kamera? Dann gehe ich mal. Ich weiß gar nicht, ob man es lesen kann. Sagt mal Stopp. Nee, okay, ich werde schon zurück. Man kann es eindeutig nicht lesen. Ich lese es vor. Die Gewinnerin oder der Gewinner einer neuen Apple Watch und danke fürs Mitmachen heißt Kimi GR. Kimi GR? Kimi GR. Grüße aus dem Studio. Da. Da, wo ist es? Welche Kamera ist es? Da. Ah. Zack. Kimi GR. Wer hätte hier gewonnen? Das wissen wir nicht. Das kommt nie raus. Kimi, herzlichen Glückwunsch. Du hast eine neue Apple Watch. Ihr habt einfach mal mir nichts, dir nichts. 2 Studienplätze. Ihr müsst es nicht aufziehen. Es ist... doch. Okay. Der Studiendekan hat jetzt schon entschieden. Aha, das ist also die Härte hier. Also wirklich herzlichen Glückwunsch. Danke nochmal an euch. Danke an dir. Danke. 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 Herzlichen Glückwunsch, ihr habt, dank dir. Team Blau hat einfach mal einen Studienplatz im Wert von 17.000 Euro gewonnen im Master Entrepreneurship an der Hochschule Fresenius. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß, auch Team Rot. Wirklich riesen Respekt, dass ihr mitgemacht habt, weil ich habe mich auch selbstständig gemacht und ich habe immer gelernt, man kann vieles mit auf den Weg bringen. Viel Know-how, viel Wissen, vielleicht viel Eigenkapital, was auch immer. Am Ende geht's auch um Mut und das hattet ihr definitiv, ihr natürlich auch. Dementsprechend danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns wahrscheinlich nächstes Jahr wieder. Wenn ihr auch Bock habt, dabei zu sein, dann bewerbt euch bei der Hochschule Fresenius. Ich weiß noch gar nicht genau, wo ihr das macht, aber schickt einfach irgendeine E-Mail oder schreibt eine DM an den Insta-Account. Herzlichen Glückwunsch, viel Spaß beim Master. Herzlichen Glückwunsch, ihr werdet garantiert auch Karriere machen. Du hast jetzt eh schon eine Idee, du brauchst den Master gar nicht. So sieht es nämlich aus. Danke fürs Zuschauen, bleibt gesund und bis bald. Ciao aus dem Studio.
Und danke natürlich auch das ganze Team.